Moin Moin und willkommen zurück bei Sarah Mal. Ich bin Sarah, das ist der Cringe-Basti. Nee, nicht heute nicht so ganz viel Cringe. Bei der Macht von Grayskull, ich bin Basti und seht's mir ein bisschen nach, ich bin ein bisschen angeschlagen heute. Ich werde versuchen, trotzdem Sarah so oft wie möglich aus dem Konzept zu bringen, so wie das Tradition ist. Aber ich bin ein bisschen, habe heute ein bisschen Low-Energy. Wir sind beide ein bisschen übermüdet nach dem Wochenende, was wir hatten. Wir haben nämlich Ausgespielt. schön gezockt. Wir waren auch Battletech zocken oder Basti eher gesagt, ich habe sogar auch Battletech gespielt. Das Aber war cool. weswegen ihr eingeschaltet habt, wir haben praktisch unsere letzten Neuheiten von das Spiel gespielt, bis auf eins, was ja, das ist dieses Critical Sanctuary, was ja ein bisschen ins RPG geht. Das machen wir dann erst mit unserer Kampagnenrunde, dass wir das davor halt ein bisschen zocken, deswegen haben wir es jetzt hier nicht mit drin. Nehmen wir dann einfach in Kickstarter-Rückblick irgendwann mal mit rein, wenn wir über Frosthaven sprechen, dann tackern wir es hinten dran, weil so wollen wir das nämlich auch zocken. Ja, weil das auch so ein Kampagnen-Ding ist, da muss man wahrscheinlich eben Ja, ein paar mehr Runden spielen, eben. weil alles, was wir heute besprechen werden, die ganzen Spiele, sind alles Erstpartien Genau. gewesen. Also ganz deutlich, wie beim ersten Mal, Ersteindrücke. Dieses Mal haben wir auch wirklich alles nur einmal gespielt. Beim letzten Mal waren wir ja schon Sachen, die zwei, dreimal dabei waren, aber hier ist es wirklich alles einmal. Und ja, dann fangen wir doch mal gleich mit dem großen Spiel an, wo ich schon gefragt wurde, warum wir das denn nicht auf der Messe gekauft haben. Weil es war nämlich nicht in unserem Unboxing dabei und es ist Nukleum und es war nicht im Unboxing dabei, weil wir es bei der Spieloffensive vorbestellt haben. Und es ist jetzt auch passend angekommen, also es war jetzt praktisch, ist genau in unserem Messeloot mit reingeslidet und da die meisten das von euch ja da gekauft haben, ja, wollen wir es natürlich auch gerne vorstellen. So, was ist Nukleum? Es ist ja, wie gesagt, immer so ein bisschen gemunkelt worden, so, ja, das ist, ersetzt Brass und das ersetzt Brass-Killer. Wasserkraft und deswegen hatte ich es mir auch ein bisschen angeguckt. Weil ich hasse ja zum Beispiel Brass, ist ja jetzt schon hinlänglich bekannt. Und, aber ich mag Simone Luciani und David Tucci. Jetzt habe ich die beiden Namen komplett gebatschert. Man merkt schon, dass wir beide ein bisschen übermüdet sind. Und ja, es ist halt so ein alternatives Universum. So ein bisschen steampunkig, wo halt irgendwie in Ostdeutschland früh das Uranium entdeckt wurde und wir jetzt anfangen, irgendwie unsere Reaktoren oder unsere Kohlekraftwerke auf Atomstrom Die Idee muss man umzuswitchen. auch erstmal haben, dass man so ein Paralleluniversums Ostdeutschland als Thema für ein Ja, Spiel aber nicht nimmt. Steampunk, es ist jetzt irgendwie Atompunk oder so. Weil es ist ja, Steampunk ist ja eigentlich so Ich dieses, ne? glaube, Atompunk Also, gibt es sogar. ja, also das ist so dieses Setting, wo ich schon mal dachte, so, ist schon mal was anderes. Und es sah auch einfach alles ein bisschen bunter aus. Mir wird schon wieder die Box entrissen. Ja, was ist so ein bisschen der Gag? Also, wie gesagt, wir wollen jetzt endlich unsere Stadt ja, mit Energie versorgen und haben halt dafür so kleine Häuser auf unserem Tableau, die wir halt auslegen können und müssen dann halt irgendwie zusehen, wie wir da halt Strom dann kriegen. Und das eine ist halt irgendwie, dass wir so Plättchen haben. Die sind bei jedem auch verschieden. Die kann man halt oben so anlegen auf Also sein Tableau. Aktionsplättchen. Aktionsplättchen, genau. Da sind immer zwei Aktionen drauf und die kann man auch beide ausführen und das ist auch egal in welcher Reihenfolge. Und die slottet man sich oben so hin. So, das ist halt die eine Sache davon. Die sind halt bei jedem auch, wie gesagt, schon unterschiedlich. Dann kann man aber auch diese Plättchen, anstatt sie zu slotten, aufs Board legen, um sie halt als Verbindungsstrom Gleismasten zu nutzen, um halt die verschiedenen Städte und auch die Kraftwerke zu Und verbinden. ihr könnt euch das vorstellen, wenn ich die Aktionsplättchen nehme und sie als Schienen ins Spielfeld lege, dann sind die weg. Dann habe ich die Aktionen nicht mehr. Das heißt, man muss immer so ein bisschen das hier wieder hinkriegen, dass man sich wieder Aktionen nachkauft mit bestimmten Dingen, die man machen kann, damit man halt immer wieder weiter Aktionen hat, weil irgendwann gehen einem sonst die Aktionen aus. Genau, und sie haben auch mitgedacht, es ist auch ein Plättchen dabei, damit man sich nicht verbuggen kann. Das kann man nämlich niemals legen. Und das kann man für alle Aktionen nutzen. Also sie haben schon mitgedacht, dass einer sagt so, oh ja, ich habe jetzt mein letztes Schienenkaufplättchen Mir ist das passiert. Ich weggegeben. hatte irgendwie alle meine Energisieren-Plättchen ins Spielfeld reingelegt, hatte da gar nicht so richtig drauf geachtet. Wie gesagt, Erstpartie. Und dann stand ich da so: Ho, ich will das eine Gebäude, was ich gerade gebaut habe, würde ich jetzt gerne mit Energie versorgen. Ich habe gar kein Energisierungsplättchen mehr. Also, es lag auch gerade keins im Markt. Ja. Also konnte ich dann dieses neutrale Plättchen nehmen, dieses Rettungsplättchen, ja. Rettungsplättchen. Und dann ging es halt wieder. Also, man kann sich da wird man einem wirklich ein Sie bisschen geholfen. haben mitgedacht, dass da Ja. nicht mitten im Spiel einer sitzt, so, scheiße, jetzt ist das Spiel völlig vorbei. So, und der dritte Clou bei dem Spiel ist halt, irgendwann sagt man halt, ja, man möchte seine Aktionsplättchen, die man oben gestattet hat, zurückhaben. Dann heißt, man passt dann mehr oder weniger, man wertet dann. Und dann wertet man halt auch seine Produktion, die man sich aufgebaut hat. Aber da ist halt der Twist, man kann die auch schon ganz weit vorschieben, die Produktion, aber du darfst sie nur so weit werten, wie du oben Plättchen gelegt hast. Ja. Das heißt, ist deins hier am Anschlag und du hast aber bis hier nur Plättchen gelegt, dann kriegst du halt nur 5 Geld anstatt 13.
Das ist halt, um zu vermeiden, dass man immer wieder sagt, ich werte und ich also, passe. Wenn ihr zum Beispiel eure Siegpunktleiste, es gibt halt Geld, Männchen und Siegpunkte, wenn ihr zum Beispiel Siegpunktleiste schon ganz am Anschlag hinten habt und immer nur eine Aktion macht und wertet, bringt euch das gar nichts, weil ihr immer nur einen ganz kleinen Bereich bekommt von dem, was ihr eigentlich werten könntet, wenn ihr die vollen Aktionen gelegt habt. Genau, also sehr, sehr cooler Mechanik. Super mitgedacht auf jeden Fall. Also da hat jemand geplaytestet. Und ja, was ist noch? Also es gibt relativ viele Ressourcen im Spiel. Es gibt dieses Nukleum. Es gibt ja mehr oder weniger die Aktionen, die auch Ressourcen sind. Es gibt Leute, die Ressourcen sind. Es gibt Geld. Es gibt Fleißsternchen oder Fleischsternchen, wie wir sie genannt haben. Fleischsternchen, ja. Die kriegt man halt immer, wenn man was versorgt hat. Und die kann man dann halt switchen in ja, Siegpunktwerte, Multiplikatoren, immer dann, wenn man wertet. Und es hat er auch ganz schlau gemacht, dass man dann auf die Leiste, wo man schon gewertet hat, nicht nochmal doppelt machen kann. Das heißt, vielleicht spart man dann auch nochmal und man möchte vielleicht doch nochmal diesen einen Punkt mehr haben, um nochmal höher zu kommen, um nochmal einen Multiplikator zu haben. Genau, ihr müsst euch das vorstellen, wie die Siegpunktwertungsleiste, diese Herzchenleiste bei Psy, wo ihr ja dann die ganzen Multiplikatoren drüber bekommt. Und bei Nukleum ist das halt so, dass ihr immer in dieser Wertungsphase halt eure Fleißsternchen da reinbuttert und dann dadurch euch diese Multiplikatoren freischaltet. Das heißt, es ist nicht hundertprozentig so wichtig wie bei Psy, aber es ist halt auch sehr, sehr wichtig, sich die Multiplikatoren freizuschalten und natürlich vorher schon zu schauen, was multipliziert sich eigentlich zum Ende des Spiels. Genau, und dann ist auch ein bisschen das Timing, weil wenn ich das als erstes mache, dann darf ich wieder einen neuen Reaktor aktivieren, dass der dann wieder Atomstrom verwerten kann. Und das ist halt auch ganz nett gemacht, weil die Kraftwerke können halt Kohle und halt Uranium verarbeiten, aber Kohle ist halt nicht so effizient, Uranium ist effizienter, aber kann ja auch immer nur einen Cube hingeben, außer es sind dann wieder Triebwerke dran, also Turbinen, der kann man auch die von anderen Spielern mit benutzen, dafür kann man halt immer einen Cube rüberschieben und dann halt gucken, dass man halt die Verbindung hat zu seiner Stadt, damit man dann halt sein Gebäude flippen kann, um dafür wieder Punkte zu bekommen. Genau, und diese Verbindungen sind halt das, was auch wichtig ist, weil ihr, das ist ein bisschen wie bei Ticket to Ride, bei Zug um Zug, ihr, dadurch, dass ihr halt diese Aktion auf das Spielfeld schiebt und dann halt überall Verbindungen herstellt, verbinden sich halt die ganzen Städte auf diesem Spielplan und von da an könnt ihr halt auch wirklich fernab gelegene Reaktoren nutzen und so ähnliches. Das entsteht also so ein richtiges Netzwerk aus Verbindungen. Genau. Das ist ziemlich cool. Und es ist halt, man muss eigentlich sonst immer angrenzend bauen, das heißt, man fängt irgendwo an zu bauen, muss dann immer angrenzend bauen, man kennt es von zig Spielen, aber man kann dann sagen, scheiße, ich muss jetzt irgendwie, weil Basti hat jetzt den Atomstrom da hinten hingeschaltet, jetzt muss ich da doch irgendwo hin. Man kann dann immer ein Gleis, das ist unabhängig von dieser Benachbarkeitsregel, das kann man irgendwo hinspielen und da kann man dann auch wieder angrenzend Gebäude bauen und dann kann man halt anfangen, sich so auf verschiedenen Ecken auszubreiten und sich dann halt dann wieder zusammenzubauen. Und ich glaube, das hat Sarah auch gefallen im Gegensatz zu Brass, weil bei Brass ist bei Sarah immer so eins von den Pet-Peeves, dass man ja diese Karten hat und nur da, wo man die Karten hat, darf man hinbauen. Ja. Man kann zwar eine Aktion verschwenden und sich einen Joker holen, aber es ist halt eine verschwendete Aktion in einem Euro. Und hier hat man eigentlich immer noch irgendwelche Möglichkeiten, weil man sich meist immer noch irgendwo ranzecken kann. Genau, also da ist man dann völlig frei, auch wenn man, ich habe mich zum Beispiel am Anfang gleich da oben auch ein bisschen verbuggt, weil ich dann dachte so, oh, Kohle und dann so, das ist nichts, das ich für meine Sachen, für meine Multiplikatoren brauche. Und dann war ich halt frei und das ist halt, ja, eine der Sachen, die ich bei Brass halt wirklich hasse, sind diese Handkarten, wo man sich halt ausbauen kann und muss halt nach Birmingham bauen. Und du ziehst die Karte nicht und kannst den Zug aussetzen, um den Joker zu nehmen. Und dann ist natürlich Basti in Birmingham. Und das ist immer so der Moment, wo Sarah so einen Hals bekommt und eigentlich Brass einmal so aus dem Fenster schmeißen möchte. Ja, und das ist halt bei Nukleum halt nicht. Und ja, weiß nicht, möchtest du noch was dazu erzählen? Zwei Dinge habe ich noch, die ich noch gerne erzählen wollen würde. Einmal halt, es gibt Technologien, die man freischalten kann über bestimmte Dinge, die man im Spiel tut. Die sind halt auch genauso wie die Aktionen am Anfang des Spiels halt unterschiedlich von jedem Spieler. Ja. Die sind nicht unglaublich krass, aber die machen halt schon Spaß. Und wenn man die so freischaltet, ist das immer ein ganz gutes Gefühl. Dadurch entstehen dann teilweise auch mal so Schachtelzüge, wie sie auch in manchen anderen Euros vorkommen, aber gefühlt nicht so viele Schachtelzüge wie halt in anderen Spielen. Vor allem zum Beispiel fühle ich das halt immer so ein bisschen bei Las Herdas. Also das hat, hier hatte jeder so ein, zwei Powerzüge, aber das war es dann auch schon wieder. Und was ich ganz cool fand, also abgesehen davon, dass die Erklärung relativ schnell ging, weil wir waren jetzt drei Kennerspieler, wir wussten alle so relativ schnell, nachdem Sarah uns die Regeln gesagt hat, wie das Spiel funktioniert, die Züge gingen sehr schnell. Ja. Also dadurch, dass halt nicht so viele Schachtelzüge passieren und eigentlich die Aktionen alle sehr, sehr simpel und sauber sind, ist halt wirklich so zack, 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 zack. Es war auch vom Regelbuch, das kann man nur loben, fand ich sehr eingängig und ich fand es halt auch gut eingängig erklärt. Da war halt am Tisch eigentlich mehr oder weniger alles Symbologie klar. Symbologie ist wunderbar. Symbologie war halt auch super und ja, es sind halt super viele interessante Entscheidungen und man ist ja auch wirklich von Anfang an schon verschieden durch diese verschiedenen Technologien. Da gibt es bis jetzt nur 4. Da wird bestimmt noch die ein oder andere Erweiterung Expansion kommen. Mit Sicherheit. Und ja, das ist dann auch so cool, so, oh, warum
Cola hat zum Beispiel bei Basti minus 3 gekostet. Das heißt, er konnte eigentlich immer alles für umsonst mit Kohle versorgen. Das heißt, er hat die ganzen Kohlezüge ausgesaugt, hat jemand gesagt, weil nur noch alles in Kohle verarbeitet wurde, wo ich musste da auf Atomstrom gehen. Ich konnte mich nicht wehren. Das ist auch eine super einfache, simple Mechanik, die aber auch irgendwie Sinn macht. Am Anfang ist die Kohle 1 wert, weil das sind so Plättchen, da steht halt Kohle 1 drauf. Wenn du die einmal benutzt hast, flippst du die, dann ist Kohle 2 wert. Und wenn du die dann nochmal benutzt für 2, dann legst du das Plättchen weg und darunter ist auf dem Board dann einfach Kohle 3 wert. Das heißt, Kohle wird automatisch immer teurer. Und ja. Simpel. Also viele Sachen sind sehr, sehr simpel, aber auch sehr, sehr gut und intelligent sehr, durchdesignt. Sehr viele gute Ideen auf jeden Fall gehabt. Hast du noch was? Oder kann ich zu meinem Fazit kommen? Nee, komm zum Fazit. Weil ich dachte, du wolltest 2 Sachen sagen. Ich dachte, das waren sogar schon 3 Sachen. Oh, okay. Also, ich muss sagen, jetzt muss ich mir das wieder greifen. Ja, war eine super Überraschung. Also ich habe mir schon gedacht, dass ich das wahrscheinlich mögen werde, weil ich habe mir das vorher auch schon durchgelesen und ich mag ja auch beide von den Autoren sehr gerne. Und muss sagen, ist einer auf jeden Fall der Überraschungen des Jahres für mich und wird wahrscheinlich auch Ende des Jahres mit Sicherheit in den Top 10 2023er Releases bei mir mit einziehen, weil es mir wirklich sehr Spaß gemacht hat und auch am Tisch hatten allgemein, glaube ich, jeder eine gute Zeit. Man muss ein bisschen drauf achten, das ist aber auch auf anderer Seite wieder gut, man kriegt die meisten Siegpunkte wieder zum Schluss. Ja. Aber das sind eine Menge Siegpunkte, die man zum Schluss kriegt. Also da kann einer nicht so wegrennen. Und das Endgame ist relativ schnell eingeleitet. Schneller, als man denkt. Also es spielte sich so flutschig und dann war schon eine Flagge und bei 3 Spielern ist nach 2 Flaggen praktisch vorbei. Stimmt, genau. Man hat ungefähr 5 oder 6 Endsiegbedingungen und wenn bei unserem 3-Spieler-Spiel 2 davon erfüllt waren, dann ist halt das Spiel vorbei. Geht super schnell. Das ging relativ fix. Also man war dann schon so ein bisschen im Stress, dass man gesagt hat, okay, ich muss jetzt noch das verwerten. Und ja, das ist mein Fazit dazu. Ich freue mich sehr, dass es mir gefallen hat. Ich freue mich aber auch sehr, dass es Basti gefallen hat. Mir hat es auch gefallen. Ich war ein bisschen skeptisch, weil Sarah hatte sich vorher nochmal so das eine oder andere Video angeguckt und die waren alle sehr, sehr lang und das klang auch alles sehr kompliziert und ich bin ja eher so der thematische Spieler und nicht so dieser Euro-Punkteballerer. Aber, wie ich ja gesagt habe, die Runden gehen halt sehr, sehr schnell, die Mechaniken funktionieren, da sind auch schöne neue Mechaniken dabei, also die auch irgendwie alle Sinn machen, also mir hat es auch Spaß gemacht. Wie gesagt, Erstpartie, vielleicht, wenn Sarah mich dann 3-4 Mal vernichtet hat in dem Spiel, dann mag ich es nicht mehr. Aber das war dann zum Schluss zur Wertung, wo dann Basti sagte, jetzt macht es keinen Spaß mehr, wo Sarah so, wui, wui. Ja, Sarah hat natürlich genau gesehen, wo es die Punkte für gibt und hat sich genau so aufgebaut, während wir halt so ein bisschen spaßig vor uns hingebaut haben. Sarah hat keinen Spaß, aber Sarah ist effektiv. Wie viele Punkte? Ich war irgendwie 40 Punkte hinter dir, aber das war eine relativ hohe Punktewertung. Also, wie gesagt, das Spiel hat auf jeden Fall Spaß gemacht und also, ich finde es auch gut. Super Ding, super Empfehlung und auch, ich weiß, für euch Brass-Liebhaber oder für euch Wasserkraft-Liebhaber, dadurch, dass es ja diese vielen Mechaniken hat, die auch neu sind und auch schlau sind und einen coolen Twist haben, kann das auch super mit koexistieren. Nicht hier, aber bei anderen Leuten auch mit anderen Euro-Games. Und Brass ist ja auch mehr so realistisch, dunkel, dreckig und das ist ja noch ein bisschen fantasievoll. Aber wie, was euch halt gefällt. Brass ist realistisch, dunkel, dreckig, unspaßig. Ich finde es ja nicht so schlimm, aber irgendwas muss Sarah ja auch hassen. Das nächste Spiel, was wir gespielt haben. Man kann nicht alles mögen. Kann's froh sein, dass ich dich mag. Ceres, das haben Sarah und ich gestern zum Zeitpunkt der Aufnahme zu zweit gespielt. Ja. Das ist das einzige Spiel, wo wir uns einmal, nee, gar nicht mal, das einzige große Eurogame, wo wir uns einmal zu zweit hingesetzt haben. Das einzige Nicht-Zweispieler-Spiel, wo wir uns zu zweit hingesetzt haben. Na, weil wir das noch spielen wollten, um das halt noch mit ins Video aufzunehmen. Und das hätte es uns verpasst. Na, wo sind wir denn überhaupt? Wir sind auf Ceres. Auf Ceres? Jupiter. Also Ceres ist einer der Jupiter-Monde, glaube ich. Ich kann hinten nicht lesen, aber ich denke, ich habe das richtig in Erinnerung. Und wir sind auf Ceres und müssen eine Raumstation bauen oder eine. Das ist ja keine Raumstation. Wie heißt das, wenn das auf einem Planeten ist oder auf einem Planetoiden? Eine Mondbasis? Eine Basis auf jeden Fall. Und wir müssen dann Unternehmen leiten. Und nach 3 Jahren ist der erfolgreichste Spieler halt der Gewinner und darf halt die Mondbasis weiterleiten. Genau. Und letztendlich ist es ein Worker-Placement-Game, ganz simpel. With a twist. Genau, man hat halt so Pöppel, die man setzt und damit kann man halt so verschiedene Aktionen auslösen. Und was so dieser Augenmerk ist, wo ich auch drauf aufmerksam geworden ist halt diese Scheibe, die halt außen ist, das ist halt der Belt, da kommen halt dann die Asteroiden, die fliegen da halt lang und dann kann man da seine Sonde losschicken und je nachdem, wie viel Eis man bezahlt, kann man die halt da so durchschicken, sich so durchschlängeln und die setzt sich dann dahin und baut sich dann, macht dann Ressourcen da und sie. Genau, und umso mehr du halt bezahlst, auf umso bessere Bereiche kann die Sonde halt vorstoßen. Ja, und umso weiter kann sie halt auch fliegen, weil es rotiert halt auch. Es kann auch sein, dass du halt einen anderen
günstig im Bereich bist, aber der ist halt rausrotiert und der wird wahrscheinlich nicht mehr wiederkommen und dann kannst du aber trotzdem immer noch hinfliegen. Musst halt nur bezahlen. Das Rotieren, das war okay, das fand ich jetzt mehr so ein Gimmick als alles andere. Ist ein Gimmick, aber es war ganz süß gemacht. Also dass die Sonden losschicken in den Belt und dann da halt so Ressourcen farmen, die dann die eigene Produktion stärken, das fand ich schon ziemlich cool. Was ich allerdings relativ cool fand, war halt dieses Worker Placement with a Twist, weil man hat ja wie gesagt diese 5 normalen Arbeiter, die man einsetzt. Das sind halt im Grunde so die Leute, die CEOs von der Corporation, die dann da halt die ganz normalen Arbeitersetzaktionen machen auf dem Board. Was man aber auch hat, auf dem Board sind halt Astronauten verschiedener Farbe, weil man baut sich nämlich in die eigene Auslage so verschiedene Basiserweiterungen in verschiedenen Farben. Und genau diese verschiedenen Farben haben halt auch diese Astronauten. Und anstatt so einen normalen CEO zu setzen, also normale Arbeitersetzaktion, kannst du halt auch so einen von diesen Astronauten nehmen und in deine Basis packen. Und da kommt nämlich der Twist, die Astronauten sind begrenzt. Das heißt, wer sich zuerst den roten Astronauten schnappt, und da ist vielleicht keiner mehr, haben die anderen Spieler, die auch vielleicht rote Basisaufwertung haben, die haben dann halt Pech gehabt. Das sind halt Worker, die man sich halt teilt und dass man schon halt am Gucken so, ja, ich habe irgendwie meine Basis auf blau ausgebaut und es waren aber immer nur die gleichen 3 blauen Männchen im Spiel und da musste ich schon gucken, dass mir Basti die halt nicht wegnehmen, man musste halt so timingmäßig halt gucken und wie gesagt, man hat halt dann so diese 2 verschiedenen Ressourcen und dann auf dem Board selber hast du halt so Multifunktions-Worker-Placer, da kannst du dich meistens hinsetzen und kannst dir aus einer Liste was aussuchen. Es wurde ein bisschen bemängelt, dass es der Symbol Overload ist. Ich fand es nicht so schlimm. Nee, fand ich, es war einmal erklärt und dann hattest du es einfach drauf. Und dann, ist halt so das Typische. Du baust deine Basis aus, du brauchst halt ganz viel Ressourcen. Es ist sehr mangelig tatsächlich. Gefühlt. Ja, dir fehlt immer genau die eine Ressource, die du gerade nicht hast. Genau, Basti hatte voll die Geldmaschine. Ich war voll neidisch auf seine Geldmaschine, weil dann konnte ich einen kompletten Spot nicht benutzen, der mit Geld funktioniert hat. Und du warst voll neidisch auf meine Maschine, die ich mir aufgebaut habe, wo ich einfach die ganze Zeit Stahl rausgefurzt habe. Ja, und Energie. Damit kann man nämlich forschen, weil es gibt auch so ein kleines Forschungsbereich, wo man sich halt vorschieben kann. Also was Sarah gerade gesagt hat, dass man halt dieses standardisierte Worker Placement macht, das ist wirklich das standardisierte Worker Placer. Das Besondere ist halt wirklich dieses Sondenlosschicken, das ist ganz cool. Ja. Das wirklich Besondere ist halt diese zusätzlichen Arbeiter, die halt mangelig sind und die man sich teilt. Und das finde ich eine coole Sache. Jedes Jahr, was man da spielt, halt auch neue Leute an mit dem Shuttle und zwar immer so viel wie Mitspieler sind. Das heißt, diesmal waren es 2, wenn man zu dritt ist, sind es 3. Die werden auch random gezogen. Das heißt, da kannst du noch mehr Farben haben. Das heißt, du kannst sie versuchen, da abzufarmen. Wenn du die nicht abfarmst, dann fliegen die auch wieder nach Hause. Und auf diesem Trade Shuttle kannst du halt auch Ressourcen tauschen, aber jedes Jahr halt anders. Und du siehst auch, wie sie da angeflogen kommen. Und kannst du so ein bisschen planen. Genau, und du baust das so vor dich hin. Und dann der Twist, den ich schon mal in Anleitung lesen gedacht habe, weil sonst ist es eigentlich, es macht ja nichts Neues so richtig. Bis auf diese Worker-Teil. Ja. Ist 3 Runden. Ja. Das ist super schnell. Also wenn du das gelernt hast, kannst du das, glaube ich, mit Gamern in unter einer Stunde spielen, wenn sie nicht so viel Analyseparalyse haben, weil es ist halt wirklich erste Runde. Du musst sie erstmal aufbauen. Zweite Runde, okay, du fängst an, Satelliten loszuschicken. Dritte Runde ist schon die Endrunde. Also du kannst gar nicht halt diese super krassen Machines aufbauen, weil es halt ein super Race ist und dadurch ist es aber auch super schnell, weil du hast nur 5 CEOs und dann halt die Worker, die du halt platzieren kannst auf dein Tableau und die sind irgendwann alle. Also super fixes Game und ich fand's gut. Also, ja, wir haben vielleicht eine Stunde gespielt, nebenbei sogar noch Brötchen gegessen. Ja. Und das Einzige, was wir relativ oft machen mussten, wir mussten teilweise viel in die Anleitung schauen, die nicht gut geschrieben ist. Ja. Es gibt so einen Spot auf dem Board, das ist halt irgendwie der intergalaktische Rat oder irgendwas, keine Ahnung. Da kann man nämlich Influence-Cubes einsetzen und da gibt es dann unten noch so kleine Token, die man sich kaufen kann für bestimmte Anzahl von Influence. Und die sind halt mal super schlecht beschrieben. Ja, die haben wir bei BGG nachgeschaut. Das ist wirklich das Einzige, was so ein bisschen hakelig ist. Und was Basti angesprochen hat, fand ich auch richtig cool. Du kannst manche Aktionen nur machen, wenn du Influence im Rat hast. Ja. Das heißt, du musst dich politisch erstmal einschleimen, bevor du halt irgendwas überhaupt machen kannst. Und das fand ich halt auch eine ganz coole Idee. Und du kannst vielleicht Influence erzeugen, wenn du einen blauen Worker in deine blaue Basis stellst, aber die blaue Basis hat Sarah, den blauen Worker hat Sarah mir gerade weggenommen, weil man sich halt entscheiden muss, mache ich jetzt schnell diese auf dem Board Aktion, um die halt zu machen, oder hole ich mir diesen Arbeiter. Und das ist dann auch noch ein cooler Twist, weil man kann seine Basis auch möglichst groß bauen und dann kann man die Worker auch, was weiß ich, habe hier einen blauen Worker, dann kann ich den umstellen für Geld. Ja. Das heißt, du kannst den immer wieder hin und zurückstellen und ich hatte nämlich das Problem, ich hatte halt das Geld nicht zum Hin- und Herstellen. Ich hätte das machen können, aber dann bist du halt unabhängig von den anderen, weil der gehört dir ja schon, dann schickst du den immer hin, her, hin, her, hin, aber es kostet ja immer 2 Geld oder so. Also
coole Ideen auf jeden Fall. Und was am Ende der dritten Runde noch ganz nice ist, es gibt am Ende keine Siegpunktmultiplikatoren. Ja. Jedenfalls so wie genau, wir gespielt haben. Genau, es bleibt stehen. Ja. Du hast halt deine umlaufende Siegpunktleiste und das Spiel endet und der, der vorne ist, gewinnt. Und man kann sich ja immer Siegpunkte nehmen. Es gibt so ja normale Siegpunktkarten, die man sich kaufen kann. Tausche Ressourcen in Siegpunkte. Und die sind am Ende, muss man immer einen Influence bezahlen, um das halt zu erfüllen. Und das finde ich halt auch schlau, dass es zum Ende hin halt teurer wird, das zu machen. Am Anfang kriegst du einen kleinen Bonus. In der zweiten Runde passiert gar nichts und in der letzten Runde ist es halt einfach teurer, weil, ne, damit dann nicht die Leute hingehen und ballern, 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 ballern. Ja, also wie gesagt, super nette Idee, super, ja, sehr, sehr mit Euro-mäßig, obwohl es so getan hat, so auf den Stapeln, als wäre es halt so ein Big Euro, ist es halt wirklich doch so Midweight. Also Big ist es, es hat eine riesen Präsenz. Es ist ja aber Midweight Euro, also es ist halt tatsächlich sowas, was man sagen kann. Ah, also vielleicht jetzt nicht, bis die Pizza kommt, aber so, ach, anderthalb Stunden haben wir noch. Wir haben jetzt ein Nukleum gespielt. Ja, lass nochmal ins Herre spielen. Das ist halt so ein Worker-Placer, der keinem wirklich wehtut. Ja. Die Thematik ist ganz gut, die ganzen Mechaniken sind ganz gut, ist alles auch sauber gemacht. Wenn man es einmal erklärt kriegt, dann versteht man das auch. Die Symbolik ist gut. Es ist halt gut. Es ist jetzt nicht, dass ich sagen würde, das ist jetzt der geilste Worker-Placer aller Zeiten, aber Spaß gemacht hat's und ich will es auf jeden Fall mal mit mehr Leuten spielen und schauen, ob es dann immer noch so ratzfatz geht. Ich will mir auch die Erweiterung nochmal angucken, die haben wir jetzt nicht dabei, aber wie gesagt, also ich hatte Positives, ich hatte auch sehr Negatives zum Spiel gelesen. Es ist anscheinend so ein Spiel, das mag man oder man hasst es. Wieder so ein Ding, wo es nichts in between gibt, aber bei uns ist halt definitiv... ich fand's gut. Also das war auch so extrem kurzweilig. Das war gefühlt und zack, war es vorbei so. Und das ist immer ein gut, das ist immer gut bespielen. Zack, ist vorbei. Ein Glück. Nein. Ja, nehmen wir doch mal das. Futuring. Ist nicht so groß. Ist ein sehr kleines Spiel. Es hat, glaube ich, auch nur 12 Euro gekostet, also relativ kostengünstig. Und ja, was ist es? Wir versuchen in der Zukunft unsere Fabriken, glaube ich, zu automatisieren ist das. Und wir haben dafür ganz viele Multifunktionskarten. Also auf den Karten steht ganz viel drauf, was es produziert, wie viele Siegpunkte es macht, was es andere Ressourcen teurer macht, was es wieder rausgibt, was es vergünstigt, was es verteuert und sowas. Das heißt, es steht auf den Karten eine ganze Menge drauf und je nachdem, wie man sie sich dann kauft, kann man sie halt dahin taggen, wo man das halt möchte. Und dann wird auch immer der Preis angepasst. Das heißt, wenn du das irgendwie produzierst, dann steigt halt der Preis von anderen Ressourcen wieder an. Dafür hat man halt so eine ganz lange Leiste und da sieht man halt, welche Ware gerade wie viel wert ist. Genau, und das heißt, man kann auch sagen, so, ha, ja, auch, oh, ich mache jetzt mal für Basti die Coils teurer, weil er muss ja dann halt, er möchte diese Fabrik kaufen. Die Hähnchencoils. Die Hähnchencoils, die machen dann vielleicht Magnete und er muss aber auch in Coils bezahlen. Und dann wird halt nicht nur geguckt, wie viel ist der Wert, sondern wie weit ist der Wert von Coils gerade. Ja. Und der grafisch und so richtig super. Ja. Die Anleitung war nicht so gut, muss ich sagen. Also da habe ich mich ein bisschen gequält. Und ich weiß nicht, was du noch dazu sagen willst, weil ich würde schon zum Fazit kommen. Ja, also wir haben es zu zweit gespielt, wir haben es mittendrin abgebrochen. Ja, naja, gut, wir waren schon fast durch. Ja, aber wir haben gesagt, wir brauchen es nicht mal bis zum Ende spielen. Genau. Weil es hat uns beiden nicht gefallen und mir noch um einiges mehr weniger als dir. Ja, das ist so ein Ding, was sie hatte zwischendurch mal so ein gutes Fazit gemacht. Das ist so trocken, da trocknen mir selbst meine Augäpfel aus. Und das ist es, glaube ich, es ist für uns ein zu trockenes Wirtschaftsspiel. Ja. Weil es ist Karte nehmen, Dinger schieben, Karte nehmen, Dinger schieben, Sachen verkaufen, gucken. Sarah was teurer machen, mir was billiger machen. Genau, und dann haben wir auch gesagt, so, das ist eigentlich was wir zu viel spielen wollen. Und wenn ich dann bei drei Leuten gucke, und da und dort... Und es ist eigentlich nur Regler schieben und Karten nehmen. Aber ich denke, für so Wirtschaftssimulationsleute ist das ein richtig geiles Spiel. Ja. Das muss man dazu sagen, aber es ist nichts für uns. Es ist halt ein Kartenwirtschaftsspiel, wo man halt irgendwie so ein Future-Thema draufgebappt hat, was einigermaßen okay aussieht. Sarah mag ja sehr dieses Farbschema. Design, ja. Aber nee, also mir war es viel zu trocken und ich denke vielleicht auch in einem Vierspielerspiel, bis ich dann wieder dran bin, hat sich der Markt schon wieder so stark geändert, dass ich da auch vielleicht gar nicht so groß planen kann. Oder man plant sich da kaputt in einem Spiel, wo man dann doch am Ende nur eine Karte spielt. Also ich fand es, war einfach nicht mein Ding. Also genau, es ist halt wirklich... Hat nicht gezündet. Ist halt thematisch sehr, sehr, sehr trocken. Und wirklich, also für Wirtschaftsfans würde ich mir das auf jeden Fall mal angucken. Und wie gesagt, für den Preis ist es ja auch nicht teuer. Ich weiß jetzt nicht, wie viel es auf den Markt kommt. Kann auch
auch sein, dass es da ein bisschen mehr ist. Also es ist eine kleine Schachtel, es ist eine Menge Spiel drin. Aber für uns war es halt wirklich, dass wir gesagt haben, so pff. Und es hat sich dann zum Schluss in Runde 3, also man spielt es, glaube ich, nee, über 5 Runden und wir wären irgendwie in Runde 4 und man hat auch schon deutlich gesehen, wer das gewinnen wird, wo wir dann gesagt haben, gut, wir können es auch aufhören, aber was ist ja so, boah, es ist so trocken. Ja, und es ändert sich halt auch nicht. Deine Fabrik wird zwar größer und deine du kannst halt mehr verkaufen und kaufen und verkaufen, aber im Grunde, jede Runde schiebst du halt Regler rauf und die wieder runter und wieder rauf. Ja, und es ändert sich halt. Es hat halt auch noch so einen fiesen Twist, weil am Ende der Runde kann halt immer verkauft werden und dann verkauft immer der seine Waren als billigstes produziert. Ja. Und wenn da ein Teil ist, du kannst deine Waren nämlich auch reduzieren und dann sage ich, oh, meine Waren wären eigentlich 5 wert, ich reduziere die jetzt aber um 3, dann sind es nur noch 2 und Basti produziert vielleicht nur um 2, sage ich, aber ich habe das höherwertig qualitative Produkt, ich verkaufe es nur für weniger und dann darf ich als erstes verkaufen und wenn ich dann so viel verkaufe, dass der Markt halt so weit darunter gerutscht ist, kann Basti vielleicht nur für 1 verkaufen oder für 0. Oder die Nachfrage ist halt auf 0 und ich kriege gar nichts dafür. Genau. Was ich noch gesagt habe, während wir es gespielt haben, hätten sie es wenigstens so gemacht, dass jede von diesen Waren, 4 verschiedene Waren gibt es, noch irgendwie so eine Sonderfunktion hat oder dass jede Karte mit dieser Ware noch eine Sonderfunktion hat, dass man noch so ein bisschen Thema reingedrückt hätte. Es war jetzt auch nicht, wie wir sagen, irgendwie Spulen und Magnete und sonst was, das hieß auch alles irgendwie, wir haben es irgendwie Automatisierung, irgendwie, keine Ahnung. Ja. Wir haben es sofort vergessen, nachdem wir es vorgelesen haben, weil es war halt nicht sehr thematisch. Und ich mag Thema. Ja, also das Thema war, ist halt draufgedruckt. Ne? Also das Thema ist da, aber es ist halt nicht im Spiel. Ja. Bleib bei uns, es kommen auch wieder größere Spiele, aber ich muss noch mal ein kleines Spiel rausholen. Und zwar Wild Tales. Das ist ein 25-Karten-Legacy-Spiel und ich habe schon wieder diese thematische Dissonanz. Wir haben es auf jeden Fall auf der Messe geschenkt bekommen von einem Zuschauer. Dafür nochmal vielen Dank. Genau. Der kam dann irgendwie vorbei und drückte das uns in die Hand und sagt, oh, ich habe das doppelt verkauft, gekauft und so. Und ja, wir saßen dann hier und es ist ja irgendwie... ja, das 18. Jahrhundert, Amerika irgendwie. Bürgerkrieg und Piraten. Und Schmuggel und sonst was. Und dann wird das so total trocken, kommt die Introduction und dann so, und ihr seid ein Eichhörnchen. Also, und okay. Ihr seid irgendwie in Ratuga anstatt in Tortuga. Ja. Und wir sind halt Piraten, also so Tierpiraten und wir... Im Großen und Ganzen ist es halt so, man spielt eine 9-Szenarien-Kampagne. Also wirklich in diesen 25 Karten ist halt eine komplette Kampagne drin. Da sind Stickerbögen mit drin. Ihr braucht allerdings dazu auch ein Handy oder irgendwas Ähnliches, weil ihr müsst halt so eine Art Abenteuerbuch euch online runterladen, wo dann halt die Geschichten immer eingeführt werden. Wo wir halt das mit Ratuga und so hatten. Und dann ist es im Grunde immer so, Sarah hat einen Charakter, ich habe einen Charakter, irgendwo liegt halt ein Endboss, der Endboss halt der jeweiligen des Szenarios. Und jeder von uns hat halt eine Aufgabe, die halt erfüllt werden muss. Dafür schieben wir halt diese Karten hin und her. Das sind so Multifunktionskarten, die man halt dann so drehen und unter die Charaktere schieben kann. Und über diese ganzen Ressourcen erfüllen wir dann unsere Aufträge. Und wenn wir die beiden Aufträge erfüllt haben, die sind so ein bisschen wie Schutzschilder für den Endboss, dann können wir den Endboss halt besiegen. Und wenn der Endboss besiegt ist, ist die Mission geschafft. Wir können Aufkleber kleben. Und dann geht es ins nächste Szenario. Genau. Und dann ist nicht aufregend, kann aber das Deck wieder anders genutzt werden, weil es hat verschiedene Seiten. Dann ist auch wieder Multifunktionskarten, verschiedene Seiten. Dann hast du verschiedene Ressourcen, die du halt irgendwie benutzen kannst. Eigentlich musst du halt immer nur gucken, erlegst du eine Aufgabe und wann, ja, welche. Entweder musst du was ausgeben oder du musst halt irgendwie Karten ziehen. Und das war letztendlich dann halt auch schon das Spiel. Man muss darauf hinweisen, in der deutschen Anleitung gibt es 2 Fehler, die auch bei BGG schon beschrieben wurden. Ich glaube, so geht das nicht zu. Doch, das geht bestimmt so zu, siehst du? Da gibt es also 2 Fehler, auf jeden Fall reingucken. Das eine Mal mit dem Stapel reshuffeln bei einer Probe und das andere Mal steht, glaube ich, irgendwie, wenn du eine Probe, egal ob du sie schaffst oder nicht, die Karte wird abgelegt. Das stimmt natürlich nicht, weil wenn du sie schaffst, nimmst du sie bei als dir Ressource. Als Ressource. Genau. Das hat uns ein bisschen verwirrt. Und ja, also es macht nichts sonderlich neu. Ne? Also es ist jetzt ein super simples Spiel, dass man zu zweit spielen kann. Steht drauf, es ist ein Solo-Modus inkludiert. Das ist Two-Handed Solo. Also dann spielst du einfach 2 Charaktere. Also das ist jetzt nicht das, was ich persönlich als Solo-Modus sehe, wenn man Two-Handed spielt, aber okay. Wir haben dann letztendlich gesagt, hey, das ist so ein Ding, fährst irgendwie in Urlaub oder hast irgendwie eine lange Flugzeugreise oder was auch immer, nimmst das Ding mit,
zockst das alleine und mit deinem Partner und dann bist du irgendwann durch und dann kannst du halt irgendwie in die Papiertonne. Du kannst es danach noch weiterspielen, aber ich bezweifle, dass das irgendwer nach den Partien machen wird. Und du hast halt immer noch so ein paar kleine Sticker, die dann halt so ein paar Sondersachen machen. Und ja, das war es dann letztendlich. Genau, wir haben eine Runde gespielt, also Szenario 1. Das war auch noch relativ Multiplayer-solitär, ja, weil wir noch nicht viel miteinander interagieren konnten. Wir haben jetzt am Ende der ersten Runde einen Aufkleber geklebt, der halt so ein bisschen Koop reinbringt in das Spiel, wo man dann halt auch ein bisschen noch mehr machen kann. Und ich denke, das wird auch noch mehr. Und es hat auch noch so ein paar Karten, die wir noch nicht gesehen haben. Also in dem Kartenstapel ist halt irgendwo so eine Stoppkarte und darunter sind halt noch so ein paar neue Sachen. Ich schätze, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, vielleicht neue Charaktere, ja, neue Bosse, irgendwas. Aber es macht halt wirklich sehr, sehr viel aus diesen paar Karten, die es hat. Also alleine, wenn ihr schon noch nie so ein Microgame gespielt habt, so wie zum Beispiel Mini Rogue oder ähnliches, dann wäre das auf jeden Fall schon mal eine ganz coole Sache, die man sich anschauen kann, um einfach mal zu sehen, wie viel man aus einer einzelnen Karte rausholen kann. Ja, ja, genau. Das ist auch so ein bisschen über Futuring, wo man sagen kann, auf eine Karte und es sind unglaublich viele Sachen, ja, und sie kann auf unglaublich viele verschiedene Arten genutzt werden. Das war bei Wildtales auf jeden Fall auch so. Also da ja eine Empfehlung, wenn ihr halt irgendwie zu zweit spielt oder halt irgendwie, wie gesagt, mal in Urlaub fahrt oder ihr müsst irgendwie auf Geschäftsreise oder Schulung, dann kann man sich das auf jeden Fall mal kaufen. Ist ja auch nicht teuer. Oder wenn die Pizza noch 15 Minuten im Ofen ist. Ja, das, oder das sowas. Packt man halt aus, zockt das schnell, packt es wieder ein. Kann man morgens auch im Zug oder zur Arbeit spielen, damit dann alle Mitreisenden um einen rum denken, man ist bekloppt, warum man das jetzt tut. Aber ja, das aber ist Wildtales. Ist nett. Aber wir werden es auf jeden Fall durchspielen. Denke ich auch, weil wie gesagt, die erste Runde hat keine halbe Stunde gedauert. Ja. Dann haben wir dieses hier. Das ist nicht unbedingt eine Messeneuheit. Das ist Faust of Pangaea. Das war ein Kickstarter und zwar ein Kickstarter aus Deutschland. Das heißt, das ist auch die deutsche Ausgabe tatsächlich, obwohl man es auf dem Cover nicht sieht. Und ich hatte es irgendwie verpasst und dann kam es halt irgendwie raus. Aber irgendwie war die Firma auch, ich weiß nicht, ob sie pleite ist oder ob der Verlagschef irgendwie nicht mehr da ist, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall gab es es noch auf dem Gebrauchtmarkt. Und es war unglaublich teuer, weil es ist ein unglaublich schönes Spiel. Also Basti, ja, wird ja Bilder einblenden. Man hat viele Holzbäume. Die Materialien sind so Wahnsinn. Das kam auch gleich alles so in Stoffbeuteln schon verpackt. Also es war OVP tatsächlich das Spiel, obwohl ich es gebraucht gekauft habe, war es OVP eingepackt. Es kommt in Stoffbeuteln und alles mit Pappe umwickelt, also nicht mit Plastik, um halt da ein bisschen die Natur zu schützen. Und ja, worum geht's in Forest of Pangaea? Es ist ein kleiner, süßer Holzforest, den man sich aufbaut. Und ich hatte gehofft, dass das so ein bisschen unser Photosynthesis ersetzt, weil mein Photosynthesis... Das Photosynthesis-Trauma. Meine Spielegruppe hat mich gezwungen, es zu verkaufen. Ja. Sie haben mich gehasst bei Photosynthesis. Und dann war ich mir so, eigentlich mochte ich das. Das heißt, das Spiel geht oder ich gehe. Ja, und dann gab es ja noch diesen Evergreen-Nachfolger, auch von der Firma, die Dings gemacht hatte, Photosynthesis. Das fand ich aber, sah zu trocken aus. Und ja, dann dachte ich so, oh, da baut man ja auch so seinen Wald. Und ja, letztendlich ist es das mehr oder weniger auch, weil viele Sachen sind gleich. Also ein Waldgeist, der kann halt so Samen schmeißen und aus den Samen können dann halt Bäume wachsen und dann kann man die mal höher wachsen lassen, indem man sich halt weitere Teile halt freischaltet und halt seinen Baum halt, ja, immer noch so eine Krone aufsteckt. Der kann auch unendlich groß sein. Dann kannst du auch irgendwie auch so einen Baum bauen, wenn du das möchtest. Aber hauptsächlich geht es ja darum, dass du Ritualkarten lösen möchtest. Also du möchtest halt praktisch Missionsziele. Ja, musst Missionsziele machen. Und da ist halt auch so ein bisschen der Twist. Du kannst da nicht nur deine eigenen Bäume nutzen, du kannst auch Bäume von anderen Leuten mitnutzen. Zum Beispiel, wenn du halt irgendwie mal so eine Linie ziehen musst von einem von deiner Bäume zu einem anderen, kannst du auch über Bastis ganze Bäume mitgehen. Und wenn die zum Beispiel nur Level 1 sind bei dem Dings, scoren die für mich mit. Das heißt, Basti sieht das, denkt, scheiße, und baut die alle schon auf 2 hoch. Dann kann ich dann seine Bäume trotzdem noch mit nutzen, kriegt dafür aber keinen Siegpunkt, sondern er kriegt dafür Ressourcen. Genau, weil auf dem Board sind halt überall noch so Elemente aufgemalt. Das besteht also aus verschiedenen Elementplättchen. Und je nachdem, wo ich halt Bäume wachsen lasse oder wo mein Waldgeist sich gerade aufhält, bekomme ich halt noch so diese Element-Token. Das ist halt im Grunde die Währung des Spiels, mit denen ich dann halt wieder neue Baumkronen freischalte oder neue Zapfen, die ich dann halt wieder schmeißen kann. Und es ist halt im Grunde, man baut so vor sich hin. Es gibt auch so eine kleine Area-Control-Mechanik. Ja. Das heißt, wenn ich irgendwo einen Zapfen liegen habe und Sarah in dasselbe Feld jetzt auch einen Zapfen reinknallt, dann muss man halt gucken, wer von uns beiden den wachsen lassen kann, je nachdem, welche anderen Bäume von uns drumherum stehen. Also es ist dann schon so ein bisschen so ein leichtes Gebettel. Im ersten Spiel hatten wir das noch nicht. Da hat noch wirklich jeder eigentlich immer lustig vor sich hingebaut. Aber ich denke, wenn man das öfter spielt
und die Mechanik ein bisschen weiter durchblickt, dann wird das auch schon eher so ein bisschen hauen und stechen, aber lange nicht so schlimm wie bei Photosynthesis. Photosynthesis ist ja wirklich so Messer raus, Licht aus und auf geht's. Aber ohne Licht wachsen die Bäume nicht. Genau, und bei Forest of Pangaea ist es halt wirklich so ein bisschen so das Friedlichere, dass man schon sieht so, okay, Basti baut sich gerade in Eis einen riesigen Baum, da muss ich jetzt nicht anfangen, der möchte das Missionsziel werten. Und was da auch ein cooler Twist ist, immer wenn du so ein Missionsziel wertest, gehen deine Bäume auch wieder kaputt. Das heißt, sie verlieren entweder eine Stufe, oder wenn man halt diese Mission macht mit den höchsten Bäumen, geht der komplett kaputt, der wird komplett vom Blitz erschlagen. Der macht dann da auch wieder Samen um sich rum, wo der dann halt gefallen ist. Aber bringt dir halt auch Siegpunkte, mit denen du dabei gewinnst. Genau, und dann musst du halt immer so tentieren, so, ja, mach ich das, mach ich das, mach ich das. Und ja, ich fand es von der Anleitung, obwohl es ja auch in Deutsch war, teilweise auch ein bisschen ungünstig geschrieben manchmal. Ich musste mir die zweimal durchlesen, aber die ist auch nicht lang, also auch nicht schlimm. Und da sind auch noch einige Module mit drin. Wir haben jetzt nur das Einfachste gespielt. Es gibt irgendwie Rituale, dann gibt es irgendwie noch andere Ereignisse und noch irgendwie ein Deck oder so. Wir haben jetzt ganz Vanilla gespielt, ganz am Anfang. Und ja, also ich fand's cool. Also ich finde auf jeden Fall, für unsere Gruppe ist es wahrscheinlich der perfekte Ersatz für Photosynthesis, muss man sagen. Dass man sagen kann, hey, wir wollen ein schönes, kleines Baumspiel spielen, was nicht ganz so cutthroatig ist und was auch nicht so lange dauert. Genau, wir haben es unter einer Stunde gespielt, inklusive Erklärung. Ja. Und man kann es einfach nicht oft genug sagen. Also die Produktionsqualität ist halt fantastisch. Ja. Hier ist halt Spotluck drauf. Du hast diese Bäume, ich habe das ja eingeblendet, die Bäume sehen fantastisch aus, die Waldgeister sehen fantastisch aus. Es sieht alles so schön aus. Es ist ein so unglaublich fotogenes Spiel und wirklich fantastisch produziert. Also ich bin gespannt, wie das wieder halt die späteren Spiele werden, die wir dann halt zocken, und ob es dann ein bisschen hauen und stechiger wird. Aber ja, ich glaube, ich hatte das auch, auch nochmal erwähnt, weil irgendwie war ich in einer Ecke und Basti und der Mitspieler waren in einer anderen Ecke und ich meinte danach so, ihr könnt auch den Samen da hinschmeißen, wo schon ein anderer Samen ist. So mitten so irgendwie dreiviertel des Spiels vorbei und dann kam es erstmal wieder so in Erinnerung und ach ja, das kann man ja auch noch machen. Beim ersten Spiel darf man nochmal ein bisschen friedlich walden, aber dann nachher, dann wird's brutal. Genau. Ja. Forest of Pangaea. Forest of Pangasius haben wir immer gesehen. Pangasius, ja. So, das oder das? Das? Ah! Ein Spiel, auf das ich mich sehr gefreut habe. City of the Great Machine. Was machst du? Ich will das zwischen uns stellen. So. Warum soll es zwischen uns stehen? Ich will auch mal das Spiel anfassen. Okay. City of the Great Machine, und was passiert da? Es ist ein Hidden Movement Game, die bei uns immer so ein bisschen schwierigen Stand haben. Wir hatten schon Spectre Ops hatten wir relativ lange. Wir haben damals Whitechapel gespielt, wir haben das mit dem Vampir gespielt von Fantasy Flight. Dracula-Gedöns, wir haben Mr. Jack gespielt, hat uns alles nicht so wirklich gut gefallen, obwohl Spectre Ops war noch ganz okay. Ist halt auch ein Hidden Movement Game, aber ein besonderes, weil es ist nämlich ein One vs. Many. Das heißt, in dem Spiel, was wir gespielt haben, so viert, war ich die Great Machine. Ist ja allerdings bei Hidden Movement meistens, dass es One vs. Many ist. Ja. Ich war die Great Machine, und die Great Machine, das ist halt im Grunde eine AI, und die herrscht halt über so eine schwebende Stadt in so einer Steampunk-Welt. Und die kontrolliert halt alles, weil die weiß halt alles besser, wie ich das halt auch immer alles weiß. Und die kontrolliert halt und versucht halt ihre Kontrolle halt immer weiter auszubreiten und würde auch ganz gerne die Welt da drunter jetzt gerne nochmal so ein bisschen mit ihrer AI beglücken. Und der AI gegenüber, also der Great Machine gegenüber, stehen halt drei Revoluzzer. Da war Sarah und noch zwei Mitspieler halt, diese Revoluzzer. Und das ist halt der Hidden Movement Part des Spiels, weil es ist halt so, ich versuche halt als Great Machine meine Agenda voranzutreiben, während die Revoluzzer halt versuchen, drei Aufstände anzuzetteln, um die Menschen, die halt in dieser City wohnen, halt aufzurütteln, dass die sich halt gegen die Great Machine erheben. Genau, ja, und das Besondere bei dem Hidden Movement ist ja, sonst ist ja ein Hidden Movement Game wirklich bis zum Ende. Und manchmal haust du dann manchmal drauf und dann geht irgendwie der One wieder in Hiding und man muss den erst wieder finden. Und hier war es wirklich so, wir waren die, also die Menschen sind die das Hidden Movement haben, das heißt die Mehrspieler, weil normalerweise ist es ja immer so, man kennt es von Mr. X, das ist dann einer, der versteckt sich und alle anderen hängen hinterher. Und hier ist es halt andersrum und man ist immer nur den einen Zug versteckt. Ja, es ist halt immer so, kurz verstecken, irgendwo hinlaufen
und dann wieder aufdecken. Wir poppen dann da wieder auf, das heißt, wir programmieren, wo wir hingehen, wir können uns das auch gegenseitig sagen und Basti versucht halt zu erraten, wo wir sind, weil da möchte er dann eine Razzia machen in dem Bezirk. Genau. Und er möchte aber keine Razzia machen in dem Bezirk, wo wir nicht sind, weil dann werden die Leute nämlich sauer, weil er da schon wieder die ganzen Leute auf die Straße geprügelt hat und sonst was. Und das ist dann halt so ein bisschen dieses Doppeldenken, weil es gibt auch so Ereigniskarten, wo dann sagt so, ja, die Revolutionaries kriegen halt in dieser Runde da und dafür Punkt, dann denkt Basti so, ah, gehen sie da jetzt hin? Und dann versucht er sich da vielleicht hinzustellen mit seinen Leuten und wir sagen dann aber, gar komm, wir machen jetzt was anderes vor, weil wir müssen halt über diese ganzen Teils gucken, gehen, um halt da diese Plättchen, diese Bewohnerplättchen aufzudecken und halt zu gucken, wer ist halt für uns. Und am Anfang ist es zum Beispiel, da sind nur die Artists, also nur die Künstler auf unserer Seite, weil die sind immer für Revolution und so Stückchen weil für Stückchen. Weil ich als Maschine halt sage, ihr malt nur noch grün und blau. Genau. Und die sagen, wir wollen auch rot malen. Basti macht mit seinen Aktionen so Stückchen für Stückchen die Leute ein bisschen wütender. Das heißt, irgendwann kommen dann halt auch sowas wie, das Militär kommt dann irgendwann auf unserer Seite, die Händler. Und zum Schluss kommen dann zum Beispiel auch die Noblen auf unserer Seite, die ja ganz lange total zufrieden damit sind. Denen geht's ja gut. Aber wenn Basti es halt schafft, die halt so sehr zu, oder wir es auch schaffen, die so sehr aufzuheizen, dass sie halt sauer sind, dann sind die halt auch für uns. Und dann guckt man halt immer in so einem Bereich, da kann man halt sagen, wir machen jetzt einen Aufstand in diesem Bereich und dann wird halt umgedeckt, dann werden halt die Plättchen gezählt, wer ist für uns, wer ist gegen uns. Basti hat auch Plättchen, die immer für ihn sind. Ja. Und er hat dann auch noch Wachen in diesem Gebiet, die dann halt auch noch dagegen zählen. Und wir müssen halt mehr Punkte haben, damit wir die Maschinen halt niederprügeln können. Und wir können halt uns die Leute angucken, aber Basti sieht die halt nicht. Der sieht halt immer nur, wie wir diese Plättchen rumschieben. Ja. Wir können die durch die Gegend schicken, wir können die austauschen und sonst was. Und er sieht vielleicht, okay, die Spieler, die schieben irgendwie in den einen Bezirk die ganze Zeit Plättchen. Dann haue ich da einfach mal 5, 6 Wachen hin und meinen Aufseher, mal gucken, ob sie sich noch trauen, einen Aufstand zu machen. Und die dann denken, ah, scheiße, wir können natürlich auch da die ganzen schlechten Plättchen hingeschoben natürlich haben. Was ich als große Maschine dagegen tun kann, ich kann zum Beispiel mir so Edikte kaufen. Die heißen, glaube ich, nicht Edikte, ich weiß gerade nicht, wie die heißen. Das sind halt auch so Sonderfähigkeiten für mich, die halt die gesamte Stadt betreffen, die dann halt mir noch so Sonderfähigkeiten Degrees, geben. Also Dekrete. Das habe ich gesagt, Edikte. Und die können aber dann die Revoluzzer auch wieder versuchen, wieder abzublocken. Und ich kann halt, wie gesagt, ich habe noch so 3 Helfershelfer, die durch die Stadt laufen. Die können dann halt diese Razzien machen. Und wenn Sarah dann wirklich mit ihrem Charakter bei meiner Razzia stehen bleibt, dann nehme ich sie halt in Gewahrsam und kann dann da auch wieder irgendwelche Vorteile für mich rausholen. Und ich versuche halt im Grunde so lange auszuhalten, bis ich in die 12. Stufe meines Masterplans komme. Und wenn ich das halt schaffe, dann gewinne ich halt als Great Machine. Ansonsten verliere ich halt, wenn die Revoluzzer 3 Aufstände angezählt haben und ja, wahrscheinlich meinen Maschinenkern dann zerstört wird. Genau, bei uns war es jetzt zum Beispiel so, wir hatten 2 Aufstände und Basti hat die Leute so wütend gemacht, dass wir praktisch einen Aufstand gratis bekommen haben, weil die ganze Zeit mit irgendwelchen Razzien uns hinterhergelaufen. Ist. Ja, es ist schwierig. Also man muss auch wirklich fit sein. Wir haben das relativ spät am Abend gespielt und als Great Machine musst du halt, du hast halt nur ein Gehirn, also meins, und ich habe aber gegen 3 Gehirne gespielt und das war dann wirklich schon schwierig zu gucken, wer geht wohin, weil vor allem auch die Charaktere, die müssen im Grunde so Pässe, haben halt Pässe und können dann nur in bestimmte Orte. Halt alles, ne? Genau, können auch nur in bestimmte Orte und manche Charaktere können in andere Orte, in die andere Charaktere wieder nicht können. Es ist viel zu überblicken auf jeden Fall und eine Sache, die noch sehr, sehr cool ist, wie gesagt, schwebende Stadt. Die Stadt kann sich auch verändern. Man kann durch eine bestimmte Aktion auf einem Feld, kann man, weiß ich, einen Teil der Stadt abdocken und an einen anderen Platz stecken. Das heißt, wenn Sarah vielleicht einen kurzen Weg hat zu dem Ort, wo ich denke, wo sie hingehen wird, dann lasse ich meinen Helfershelfer halt irgendwo hinlaufen und dann dockt er einfach dieses Teil ab, wo ich denke, wo Sarah hin will. Oder ich dock einfach das Teil ab, wo Sarah draufsteht und Sarah startet wo ganz anders. Ja, das ist natürlich auch, weil jeder Schritt kostet halt Geld, weil umso mehr Wachen Basti setzt, umso mehr kostet es praktisch da auch durchzulaufen. Das heißt, Basti kann es halt auch effektiv die Wege verstellen, dass man sagt so, okay, ich möchte da eigentlich hin. Jetzt hat Basti weil wir programmieren das ja, und Basti in seinem Zug stellt dann da ganz viele Leute hin und man kann sich das auf einmal nicht mehr leisten. Das ist halt auch immer so eine Sache. Ja, weil das und dann muss man auch wieder würfeln, dann kann man auch wieder gefangen genommen werden und dann kriegt man wieder was Negatives. Das ist halt vom Fazit das Einzige, was ich noch meine, die Revoluzzer, die planen halt ihre gesamten Züge vor dem Zug der großen Maschine. Das heißt, Sarahs Zug ist schon fest. Sarah weiß, wo sie hingeht. Und hofft dann in meinem Zug, dass ich nicht irgendwie die Stadt so ummanipuliere, dass es ganz, ganz schlimm für sie wird. Und erst wenn ich mit meinem Zug durch bin, dann aktiviert die Programmierung der Revoluzzer. Und das ist auch eine ganz coole Mechanik, wo auch jeder dann eigentlich auch immer beim Spiel aktiv dabei ist und immer guckt, was passiert jetzt, weil man halt im Grunde fast immer permanent aktiv ist. Also das ist wirklich sehr, sehr cool. Mir hat es großen, großen Spaß gemacht. Ich freue mich da auf jeden Fall
Auf jeden Fall dreimal auf die nächste Partie. Die Figuren waren richtig gut, die Produktionsqualität war richtig gut. Die Regeln, nachdem man sie einmal verstanden hat, sind eingängig. Ja. Allerdings braucht man auch wirklich die beiliegenden Spielerhilfen, damit man weiß, was welcher Ort zum Beispiel macht. Auch eins der besten designten Inserts tatsächlich, ja. Weil das hat dieses Jahr ein bisschen geleckt. So rundrum, auch mit den Anleitungen teilweise. Aber hier wirklich alles gut gewesen. Also mir hat es auch gut gefallen auf jeden Fall. Also ich bin auch positiv überrascht, weil ich ja bei Hidden Movement Games immer sehr vorsichtig rangehe. Weil irgendwie ist es auch schon ausgespielt. Früher hat man auch stundenlang Mr. X gespielt. Und wie gesagt, diese ganzen anderen Dinge hatten wir ja auch schon durch. Whitechapel halt, wie gesagt, auch hat ein Kumpel dieses Vampirspiel, haben wir 3-4 Mal gespielt. Irgendwie Fury of Dracula in verschiedenen Varianten. Und und es hat sich auch relativ fix gespielt. Kann natürlich auch dauern, wenn man sich ein bisschen mit abspricht. Aber es ist halt auch mal cool, wenn man dann, die sitzt halt da und dann zeigt man sich so gegenseitig die Karten rum. Und man kann ja aber nicht so viel sagen, weil das hört ja Basti mit. Das heißt, er sagt, ich gehe hier hin, ne? Ist klar. Ja, ist klar. Und dann da so, ja, okay, das mit Absprachen klappt dann manchmal und manchmal auch nicht. Aber ja, cooles Ding. Und wie gesagt, Miniaturen sind drin. Wenn ihr die bemalt sehen wollt, sagt Basti, bemal die Figuren, weil es ist ja so ein bisschen Bastis Baby und da sind doch gar nicht so viele. Das schaffst du. Nee, aber wie gesagt, hat wirklich viel, viel Spaß gemacht. Die Mechaniken sehr, sehr gut. Alles eingängig. Ich denke, das ist auch ein Spiel, wenn man das mit einer festen Gruppe spielt. Umso öfter man das spielt, umso krasser wird es, glaube ich, werden, wenn dann der Great Machine-Spieler auch ein bisschen besser wird und man sich dann wirklich so in die Köpfe reinguckt. Ja. Und am Ende die große Maschine dann die AI-Herrschaft anstrebt. Ja, ich glaube, Basti hat doch so ein bisschen das Problem, der war am Anfang sehr erfolgreich mit seinen Razzien. Ja. Da hat er uns zweimal erwischt und dann hat er auch gesagt, ja, muss ich ja eigentlich immer machen. Und dann hat er die ganze Zeit daneben gehauen und die Menge halt nur so, man sah, wie sie immer wütender wurde. Wir so, ja! Also und wir haben zum Schluss eine Revolution gestartet in einem City-Teil, wo noch kein Plättchen umgedreht war. Wir wussten nichts, aber wir haben gesagt, die Leute sind schon so sauer, außer da sind jetzt zwei Spione, von dem drin haben wir das gewonnen. Ja. Und so war es dann halt auch tatsächlich, weil die Leute einfach schon so sauer auf Basti waren. Also cooles Spiel auf jeden Fall. Thematik, Mechanik, passt alles wunderbar. Steampunk mag man mögen, mag man nicht mögen, aber ich find's geil. Bleibt auf jeden Fall erstmal in der Sammlung. Ja, auf jeden Fall. Das war, glaube ich, eins so deiner Messe-Highlights, ne? Ja, neben Stage voll. Wir haben dieses Spiel hier, wie man sieht. Haben wir es auch noch. Das hatten wir schon im letzten Video gespielt, aber wir hatten es tatsächlich vergessen. Das ist das, was ich letztes Mal. Weil es so klein ist. Das lag halt irgendwo. Und man sieht, man hat es inzwischen verkauft. Es ist Wizards Cup, ihr habt es jetzt schon gesehen. Und es ist ein kleines Zauberer-Duell-Spiel, wo jeder das gleiche Kartendeck hat und jeder sucht sich, glaube ich, 8 Karten aus, die dann gegeneinander gematcht werden. Und das Besondere bei diesem Spiel ist halt, ich habe halt meine 8 Karten und ich programmiere die vorher schon. Ich ändere das dann nicht mehr. Das heißt, der Stapel, wie ich sie ausspiele, ist festgelegt. Und dann dreht man nur noch Karten um. Und die snipern sich dann nur noch Karten um. Und snipern sich dann, so wie bei Pokémon, der überlebt, bleibt halt liegen. Und dann schnetzeln sich halt die Wizards halt gegenseitig weg. Und es ist so ein typisches Schere, Stein, Papier. Irgendwie Wasser schlägt immer Feuer und so weiter und so fort. Dann gibt es halt Dunkelheit, das wird halt von nichts geschlagen, außer von Licht. Licht wird von allen geschlagen, außer von Dunkelheit. Dann hat noch so Sonderfähigkeiten. Und dann spielt man halt so und dann halt der Erste, der halt sein Deck leer hat, der hat halt verloren. Und das spielt man mit dem gleichen Deck dann 3 Runden lang. Und wer dann halt entweder 2 oder dann im letzten Kampf den letzten gewonnen hat, der hat halt das Spiel gewonnen. Ist von dem Macher von Love Letter. Ich habe gerade die ganze Zeit überlegt, wie es heißt, aber ja, Love Letter. Was Basti ja persönlich hasst? Ich hasse Love Letter so abgrundtief und ich weiß nicht, wieso mir dann auch Wizards Cup keinen Spaß gemacht hat. Also, es ist auf jeden Fall ein gutes Spiel, würde ich sagen. Für 2 Spieler Leute, die halt intensiv zu zweit spielen, kannst du aus dem Kartendeck richtig viel rausziehen, weil das ist halt so dieses Doppeldenkige, so von wegen so, Basti hat das Feuer, das kann ich jetzt nochmal umschieben und es ist auch immer eine Karte raus aus dem Deck. Genau. Dass man auf die keinen Zugriff hat. Das wird es dann halt auch nochmal spannend. Also du kannst kein Powerdeck bauen, was halt immer genau funktioniert, weil vielleicht immer genau die eine Karte, die halt für deinen Spielsieg reichen würde, die ist dann vielleicht raus. Ja, und dann kannst du mal so ein bisschen doppelt denken und dann kannst du das zurechtschieben und so. Und das Ding ist halt, warum es bei uns nicht gleich ist, Basti hat es auch keinen Spaß gemacht. Nee. Aber ich kann einfach auch in Bastis Kopf gucken. Weil in der ersten Partie war es, da hast du habe ich, glaube ich, 3 Karten verloren und du warst tot. In der zweiten Partie lag eine Karte von mir und die hat komplett Basti weggeditzt. Ja, es ist, man kann es halt auch nur so und so weit vorplanen. Naja, klar, es war natürlich auch Glück dabei, aber ich
kann gut Basti Strategien Es ist halt für mich auch nicht wirklich spaßig, wenn ich mir dann halt mein Deck baue und dann die Karte prallt ab, die Karte prallt ab, die Karte prallt ab, die Karte prallt ab. Das ist für mich dann auch irgendwie kein Spiel. Ich meine, ich mochte grundsätzlich dieses Vorplan, welche Karten nehme ich jetzt rein, welche Karten in Sarah vielleicht rein. Und wie gesagt, wenn man das zu zweit vielleicht oft spielt und man auf sowas steht, macht das sicherlich auch Spaß, war ja auch kein teures Spiel. Dann weiß man, Basti macht die Dunkelheitsstrategie, dann mache ich mir vielleicht nur Licht rein, dann denkt er, aber Licht kann ja von allem geschlagen werden, dann nehme ich vielleicht diesmal das Feuerding und denke, er mag gerne die Feuerkarten, mache ich ein paar Wasserkarten rein und so kann man halt immer dieses, also es wird auf jeden Fall immer besser werden, umso mehr man das gegeneinander spielt und wenn man halt wirklich so eine Zwei-Partie-Runde hat, wenn ihr oft zu zweit spielt, ist es auf jeden Fall eine Empfehlung. Aber wie gesagt, bei uns auch so ein bisschen abgeprallt, weil wir so welche Spiele eigentlich nicht spielen. Wir spielen eigentlich zu zweit nur Kampagnen. Ja. Und dann halt auch so dieses... Oder Ceres, ja, oder mal ein Spiel, was dann noch ins Video kommen soll, das spielen wir dann halt auch mal zu zweit. Und ja, letztendlich haben wir dann gesagt, ja, es war halt okay. Und wie gesagt, wenn Basti es hast, dann brauchst du es auch nicht behalten. Aber theoretisch von mir auch trotzdem eine Empfehlung. Ja, es ist bestimmt gut. Aber wie gesagt, das war sowas von fernab von allem, was mir Spaß macht. Das haben wir halt einmal gespielt, haben dann auch oder zweimal gespielt, haben dann auch gesagt, ist gut. Jo. Ja, wenn, wir hätten es auch behalten können. Nein. Aber was soll es hier liegen, wenn es war alles wenn in spielen? Ordnung, genau. Das oder das? Es wird jetzt negativ. Beides? Na, ich weiß ja nicht. Du willst doch bestimmt das erzählen. Nee, wir fangen damit an. Doggerland! Gar nicht negativ. Wir sind 15.000 vor Christi und wir sind im Doggerland. Das ist irgendwie ein Landstrich in England, hast du gelesen, ja, glaube ich, ne? Und wir haben halt einen... Wir sind halt prähistorische Menschen und haben da halt so ein Lager. Genau, wir sind halt Urzeitmenschen und wir müssen uns halt versorgen. Und da gehört halt praktisch alles dazu, was man so kennt. Man muss Hütten bauen, man muss neue Kinder machen, man muss Essen sammeln, weil man muss seinen Schweib jede Runde auch füttern. Man muss auf die Jagd gehen. Man kann auch Monolithen errichten oder Megalithen sind es ja, glaube ich. Lithen. Und die gleichen, die man bei Endless Winter auch baut. Und ja, das ist halt wieder so ein Worker-Placement-Ding. Man platziert halt reihum so seine Worker. Für später kommt halt eine Resolution-Phase. Und das fand ich bei dem Spiel relativ schlau gemacht, weil du kannst erst deinen Worker produzieren, machst aber noch nicht die Aktion, die unten drunter ist. Das heißt zum Beispiel, was ich sage, ich will eine Hütte bauen, stell da schon meinen Worker hin, hab aber noch gar nicht die Ressourcen. Also mit der Absicht, die Hütte bauen zu wollen. Genau, hab gar nicht die Ressourcen, mit der Hütte die Hütte zu bauen. Aber ich kann meine Worker noch dementsprechend stellen. Ich wollte vielleicht Basti nur den Hüttenplatz wegnehmen. Muss dann aber halt auch zusehen, weil wenn ich dann praktisch die Ressourcen nicht mache, dann habe ich halt Pech, kriege ich eventuell je nach Feld auch Minuspunkte dafür. Und ja, so geht das rum. Ich glaube, es sind 8 Runden. Das heißt, kurz gesagt, also es ist nicht instant, wenn ihr euren Worker setzt, dass er dann seine Aktion ausführt, sondern alle platzieren erst Reihe rum ihre Arbeiter und dann wird das halt erst Reihe rum wieder alles aktiviert. Ja. Oder teilweise auch gleichzeitig, wenn man sich nicht in die Quere kommt. Genau. Damit man dann kann man halt wirklich dann alles auslösen. Das hatten wir beim ersten Spiel auch ein bisschen verkehrt gemacht. In dieser Auslöserunde kann man alles parallel spielen, weil da kann man sich nicht in die Quere kommen. Ja. Da steht auch eine Anleitung drin. Da sind die Worker ja schon gesetzt. Wir hatten es nur reihum gespielt, weil es stand, glaube ich, in der Anleitung, beim ersten Spiel soll man es so machen. Das ist mir dann irgendwie auch, nachdem wir schon 2,5 Stunden gespielt haben, gesagt, ja, wir können das ja eigentlich in der Phase auch immer komplett auslösen. Und der einzige Twist, ich hab das gesagt, bei dem Spiel ist halt, man muss manchmal auch Ressourcen setzen, aber meistens braucht man so Äxte, um seine Figur überhaupt dahin zu stellen. Und dann gibt es halt Winterphasen, dann muss man zusätzlich, wenn man halt rausgeht aus seiner Hütte, Fälle haben. Mhm. Das heißt, man muss halt gucken, dass man sich halt schon so ein bisschen vorplant, dass man genug Äxte und genug Fälle hat. Dann ist es halt so, jeder Worker hat so eine verschiedene Multiplikationsfähigkeit. Normalerweise ist es ganz normal, ein normaler Typ hat halt ein Kraft und eine Denkpower sozusagen. Aber Chief Tain ist halt vielleicht eine People, aber er hat halt zwei Denkkraft. Und der so, kann besonders gut jagen zum genau, Beispiel. So muss man sich die Partys zusammenstellen, weil manche, was weiß ich, ein Mammut braucht vielleicht mindestens 4 Leute, die es jagen. Die brauchen aber eine Denkkraft von 8. Ist dann die Frage, du kannst auch 8 Männchen da drauf werfen, du kannst aber auch gucken, dass du halt zum Beispiel den Chieftain mitschickst, der besser denken kann und den anderen Leuten zum Beispiel noch Äxte zusätzlich dazu gibst, damit die das Mammut einfach tot hämmern können. Weil Äxte denken gut. Und dann ist halt auch wieder so, dann droppt das da vielleicht tot und dann muss man die Ressourcen noch nach Hause tragen. Und normalerweise hat jeder nur 2 Tragekraft, das kannst du aber halt durch so ein Industrialisierungstree, so ein Tech-Tree, hört sich falsch an zu sagen, so ein Dings, ein Upgrade-Tree, kannst du halt die Tragekraft vergrößern, genauso wie du die Laufkraft deiner Leute verbessern kannst und die Fertigkeit, Äxte herzustellen.
für die nächste Runde. Das heißt, es hat alles so ein bisschen. Weil die Laufkraft ist halt wichtig. Wir spielen halt nicht nur auf so einem festen Board, sondern es gibt halt wirklich so eine Karte, die sich nach und nach immer weiter aufbaut, weil umso weiter wir unsere Leute halt rausschicken an die Ränder der Karte, umso weiter baut sich diese Karte halt auch auf und gibt dann halt wieder neue Ressourcen frei oder vielleicht neue Spots, wo dann irgendwelche Tiere erscheinen und so weiter und so fort. Und dadurch wandern unsere Steinzeitvölker halt über diese Karte, verteilen sich und roden dann auch, wie Menschen das immer so gerne machen, auch mal gerne die ganze Landschaft weg. Genau, also wenn man die gebraucht hat, dann werden die auch leer, die Ressourcen. Das heißt, man geht auch als Tribe immer mehr auseinander. Am Anfang startet man gleich, aber jeder ist dann in irgendeiner Ecke der Karte. Und man will sich auch gar nicht so unbedingt in die Quere kommen, weil ich habe zum Beispiel das ganze Spiel versucht, Mammut zu jagen. Es ist immer sofort weggeknuspert worden. Ja, bis dass man halt irgendwie Felder besetzt, wo andere Leute da nicht drauf können, ist es das auch gewesen mit der Interaktion. Weil das war so einer von meinen größeren Kritikpunkten an dem Spiel. Es war halt so ein Multiplayer-Solitär. Jeder hat halt für sich vor sich hingespielt. Und es hat sich im Grunde, außer vielleicht beim Workerplacen, nicht wirklich geändert, ja, was andere Spieler machen. Naja gut, man musste ein bisschen gucken auf bei der Jagd, weil wenn man das Tier dann gejagt hat, speichert man das auf dem Board und dann kann man das für Siegpunkte an die Wand malen. Höhlenmalerei. Und da musste man natürlich schon gucken, dass man sagt so, ich möchte jetzt eigentlich in dieser Runde gerne Mammut für diese Punkte malen. Ach, jetzt ist aber der Basti vorher dran und der snackelt sich da schnell hin und jagt das Mammut schon. Dann habe ich ja wieder kein Mammut, musste ich wieder ein Pferd jagen. Und unten, es gibt einen Schaman, den ihr auch setzen könnt, der kann so bestimmte Schamanaktionen machen. Die kann der auch immer nur einmal im Spiel machen. Ich glaube, es gibt 4 oder 5 verschiedene. Der kann super gut Kinder machen. Der kann super gut Kinder machen, weil wenn der dabei ist, dann gibt es immer Zwillinge. Und der kann halt auch diese Megalithen veranlassen, dass die halt gebaut werden. Was auch nur Siegpunkte sind zum Ende des Spiels. Was auch nur Siegpunkte sind, halt Siegpunktmultiplikatoren. Und ja, wie gesagt, soweit kennt man das alles. Es gibt auch noch eine super ausführliche Herdenbewegung, wie sich dann die Tiere auch immer bewegen, wie die halt spawnen im Winter und im Sommer und wie weit die sich bewegen. In welche Richtung? Also man sieht schon, dass der das Spiel gemacht hat, war auf jeden Fall mit Leib und Seele dabei. Also der liebt dieses Thema. Das hat man halt auch wirklich gemerkt, dass der da wirklich drin ist. Was wir jetzt gesagt haben, es war mit 4 Spielern in der normalen Variante, die 8 Runden, es war zu lang. Viel zu lang. Also da haben wir, ich weiß nicht, fast 4 Stunden dran gesessen. Ja. Wir hatten natürlich auch nicht, es war wohl auch immer teilweise ein bisschen überlegt, so, ja, hier und da. Und wir haben eine Zeit lang halt immer noch in Reihe die Aktionen ausgeführt, was man normalerweise ja simultan machen kann. Aber 8 Runden lang und es ändert sich ja auch nicht viel. Abgesehen davon, dass das Land sich halt ein bisschen verändert und man sich da halt verteilt. Ich jage halt in der ersten Runde Pferde, ich jage halt in der 8. Runde Pferde. Ja. Es ändert sich zu wenig. Obwohl es so ist, also es ist ein extrem mangeliges Spiel, weil man muss seine Leute ja auch füttern und das Essen verfällt auch am Ende der Runde. Also ja, man muss mal gucken, Pets. Das Fleisch wird dann, kann man eine Runde lagern, Bären dann 2 oder 3 Runden, bis es halt verfault. Das heißt, also es ist halt, und man erfriert auch, wenn man keine Hütten hat für seine Leute, wenn man dann irgendwie ein Kind macht und man hat keine Hütte, dann erfriert es halt einfach vor der Hütte. Man braucht ein bisschen, um seine Maschinen aufzubauen bei dem Spiel. Trotzdem reichen da, glaube ich, auch mehr als genug die 6 Runden. Aber die 6-Runden-Variante ist hier schon drin verbaut. Ja, also das kurze Spiel. Genau, der Designer hat das selber schon eingesehen anscheinend, dass es auch eine kurze Variante gibt. Wir wollten es halt im ersten Spiel versuchen, es immer so zu spielen, wie es halt vorgeschlagen ist. Ja. Und da würde ich halt sagen, definitiv die 6-Spieler-Runde. Vielleicht die 6 Spielzüge. 6 Spielzüge, ja. Genau. Und halt ein bisschen zackiger spielen vielleicht auch und dann dieses, wo man dann seine Leute gleichzeitig auslöst. Wenn da nicht einer genau sagen will, Sarah, hast du dich da nicht verrechnet oder so, dann kann man das alles parallel auch machen. Wieso steht deine Figur da? Wie machst du denn das jetzt genau? Ja. Und also ich fand es eigentlich positiv, muss ich sagen. Also es ist definitiv 5000 Mal besser als Stone Age, was ja sehr glückslastig ist. Ja, das ist ja auch also, eigentlich nur thematisch vergleichbar, genau. Ja. Ja, aber es hat auch schon so manchmal so die Anreize. Was mich ein bisschen gestört hat, ist, die Worker Placement Spots sind um dieses riesige Board drumherum, wo dann diese Plättchen ausgelegt werden, die auch schön groß sind von der Symbolik her. Ich hätte es vielleicht über das Winter lieber gehabt, dass da das Board ist mit dem Plättchen und hier unser Worker Placement Ding. Ja. Weil manchmal bist du dann so, was ist da hinten nochmal? Kannst du mich mal auf den Spot schieben? Da ganz hinten. Und die Figuren sind auch nur so klein. Ja, die sind sehr fitzelig. Und wie gesagt, sonst fand ich es eigentlich auch richtig gut. Also mir hat es dann halt auch Spaß gemacht. Es wurde zum Ende hin wirklich lang und dann ist halt auch so dieses, wenn die Konzentration nachlässt, dann muss man manchmal auch mal so ein bisschen die Spieler prügeln, dass man sagt so,
du bist dran, los, du bist jetzt dran, mach jetzt weiter. Und man darf sich halt nicht verplanen, das ist eine Mitspieler und dir, glaube ich, einmal passiert, dann ist es sehr bestrafend, das Spiel, wenn man dann nicht genug von... Nicht genug Fälle hat im Winter. Genau, nicht genug Fälle hat im Winter, wenn man nicht vorgeplant hat, dann kann man einfach draußen zum Beispiel keine Aktionen machen. Aber wenn man keine Hämme hat, dann kann man ganz viel so Crafting-Sachen nicht machen. Oder in der letzten Runde gar nichts. Genau. Von daher, es gibt auch einen Spot, da kann man einfach nur Ressourcen gegen Siegpunkte austauschen, ob man das so bräuchte, ist so dahingesagt. Ach ja, wo man dann diese ganzen Kunstgegenstände genau herstellt. Ja, das ist wirklich so eine Siegpunktballermechanik. Aber die ist auch nicht so obermächtig, weil da noch gesagt wurde, so, es wäre noch cool, wenn man da irgendwie Sets sammeln könnte von Setbus, wo er dachte so, nee, ich mag das nicht so, wenn man für Sachen, wo man schon Siegpunkte kriegt, dann noch mehr Siegpunkte kriegt. Bei den Höhlenmalereien gibt es noch so ein lustiges, ja, Area Control Scoring zum Schluss, ein Mehrheitenscoring, ja, wo man in bestimmten halt Reihen. Da kann man noch mal gucken, ob man sich da noch mal hinsetzt. Und das Geile war halt da, ich hatte halt alles mit Pferden voll gemalt, deswegen konnte ich da relativ gut die Reihen scoren. Ich fand es mittelmäßig, ich fand es zu lang. In der vierten Runde dachte ich, boah, jetzt müssen wir die ganze Chose noch vier Runden lang spielen und hat mich nicht wirklich abgeholt. Ich fand, wie gesagt, es war zu solitär. Man hat kaum Interaktion mit anderen Spielern gehabt, außer wirklich auf diesen Worker-Placement-Spots. Auf der Karte sind wir eigentlich alle autark irgendwo rumgerannt und haben da unsere jeweiligen Ecken des Spielfelds abgegrast. Ich habe in der ersten Runde Pferde gejagt, ich habe in der dritten, in der fünften, in der achten Runde hier Pferde gejagt. Man jagt halt das, was verfügbar ist. Man kann auch so ein paar Tricks machen und dann irgendwie in andere Ecken der Karten kommen und so weiter und so fort. Vielleicht muss man das auch machen, keine Ahnung. Ich fand's, wie gesagt, zu lang, aber das haben wir jetzt schon alles besprochen. Und ich fand's von den gesamten Mechaniken relativ mittelmäßig. Aber wir werden es auf jeden Fall noch ein zweites Mal spielen und schauen, ob es dann beim zweiten Mal vielleicht besser klickt, wenn man es dann schon mal einmal gespielt hat. Dann aber auf jeden Fall nur die sechs Runden Spiel. Weil genau, acht Runden war der Horror. Das wird auf jeden Fall reichen und dann auch ein bisschen quicker, dass man auch ein bisschen sagt, hier komm. Ne? Und dann halt auch diese dritte Phase, dass man es parallel macht. Wenn da jeder jedem vertraut, geht das, glaube ich, ganz gut. Was dem Spiel gut getan hätte, wäre so eine Mechanik, wo man sich noch ein bisschen individualisieren kann. Wo man vielleicht, also einmal vielleicht mehr Interaktion, aber auch, dass ich vielleicht meinem Steinzeit-Clan noch ein bisschen was Spezielles geben kann, was andere nicht haben, dass jeder, weil sonst hat jeder von uns vier eigentlich ein gleich gespielt. Über den Tech-Tree halt, ne? Ja, aber der ist halt auch sehr, sehr Basis. Ja. Also, wie gesagt, ich fand es mittelmäßig. Hätte mich gefreut, wenn es besser gewesen wäre, aber... Ich fand es trotzdem gut. Kann ja nicht jedes Spiel ein Hit sein, ne? Evacuation von Wladimir Suchi. Da muss ich ganz kurz zu erzählen, dass ich Wladimir Suchi-Spiele mag oder auch nicht mag. Da gibt es bei mir eigentlich kein Mittelding. Ich habe jetzt bisher gespielt Underwater Cities, Messina, Woodcraft und Evacuation. Zwei davon mag ich, zwei davon mag ich nicht. Basti mag die Titel nicht, die alleine gemacht hat. Und die sind da, Underwater Cities hat er gehasst. Evacuation mag er leider auch nicht. Nee. Schade. Also, was ist denn überhaupt die Prämisse des Spiels? Jetzt haben wir das schon vorne weggenommen. Wir evakuieren unsere alte Welt, weil die Fallhöhe setzen. Die geht nämlich langsam kaputt und versuchen halt unsere Leute und unsere Fabriken, praktisch unsere Engine umzubauen und auf den anderen Planeten wieder abzusetzen. Was eine coole Prämisse ist. Damit die halt da wieder anfangen, sich halt aufzubauen. Dazu haben wir auch wieder nur vier Runden Zeit, das ist relativ schnell. Wir haben auch den Race-Modus gespielt, es gibt verschiedene Modi da in dem Spiel. Wir müssen auch vielleicht auch einfach nochmal einen anderen Modus ausprobieren. Und ja, letztendlich ist dann diese Prämisse so, cool, ich habe auf dem Planeten, auf dem alten, da läuft halt auch schon alles richtig gut. Und da musst du halt anfangen, es langsam abzubauen. Das ist mal so... jetzt muss ich da die Stahlfabrik runterkratzen und dann muss ich sie erstmal rüberbringen und da dann wieder aufbauen und so lange hast du diese Ressource nicht zur Verfügung, weil wenn dann die Produktion kommt, die ist dann halt weg gerade. Und so eine Fabrik, die geht ja auch nicht mit Füßen irgendwie zum anderen Planeten, sondern du musst halt Raumschiffe kaufen mit deinen Ressourcen, da musst du dann diese ganzen Sachen draufladen und das Raumschiff fliegt dann halt zur neuen Welt, um sie dann halt wieder abzusetzen, damit da dann halt diese Engine wieder aufgebaut wird. Das heißt, ihr habt nachher auf zwei Planeten, ihr habt auf eurem Spielerboard auch zwei Planeten abgebildet, habt ihr halt Produktion. Das heißt, die alte Welt produziert mit dem, was sie noch drauf hat und die neue Welt produziert mit dem, was ihr da schon drauf gepackt habt. Und du darfst niemals die Ressourcen vermischen. Das heißt, wenn du zum Beispiel ein Schiff kaufst und du hast schon alles
mehr oder weniger auf der neuen Welt und du hast da die Ressourcen, dann kannst du das von da bezahlen, aber dann startet das Schiff auch erst in der neuen Welt und muss halt wieder zurückfliegen erstmal, um dann halt in der alten Welt zu sein. Genauso ist es halt, du brauchst auch so Stadiums, das sind so Unterhaltungsmedien, weil das natürlich will das die Menschheit. Die brauchst du halt irgendwann auf einer neuen Welt, die kannst du auf der alten Welt bauen, aber auch da musst du sie dann abreißen, auf dein Schiff setzen und das Schiff muss das erst wieder dahin bringen. Und das ist halt, wenn es auf das Schiff passt, weil jedes Schiff kann eine bestimmte Anzahl von Waren, genau, oder Art von Waren tragen. Du musst halt auch ein Schiff kaufen, was ein Stadium abtransportieren kann. Und das ist halt so die Prämisse vom Spiel. Dann ist es halt mehr oder weniger so Action Selection. Man hat so vier verschiedene Aktionen, die kann man halt aktivieren. Die sind auch bei allen gleich. Ja, indem man halt Karten drauf spielt. Genau, und da kann man halt dann Ressourcen machen. Man kann Technologien forschen. Jeder hat so einen kleinen verschiedenen Tech-Tree, den man halt hat, der jetzt nicht ganz so viel... Also bei Nucleum war es schon deutlich unterschiedlich als da. Da hat er sich nicht so episch angefühlt. Nee. Das war dann meistens immer so eine kleine Aktion. Zum Beispiel bei mir war es so, dass die Schiffe, die von der neuen Welt zurückfliegen, die mussten keine Energie bezahlen. Ja, oder bei mir war ein Stadion halt um eins günstiger. Genau. Das heißt, man kriegt so kleine Effekte, dann kann man sich da weiter forschen. Aber letztendlich ist halt diese Hauptmechanik, das rüberzubringen. Umso mehr Aktionen du in deinem Zug machst, umso teurer wird es von der Energie. Die musst du am Anfang von der alten Welt bezahlen. Dann gibt es eine, weil es muss immer Leisten geben, auf Vladimir Suchi. Es gibt halt diese eine Mittelleiste, die man so kennt. Die habt ihr jetzt bestimmt schon gesehen. Ja. Das ist der Progress Track und da muss man sich immer so vorschieben. Dann kann man da verschiedene Sondersymbole bekommen. Aber auch umso weiter sie schieben, dann passiert immer was. Weil wenn die zum Beispiel sich über einen bestimmten Punkt schieben, dann musst du so eine wertvolle Ozeanfabrik umdrehen. Die macht normalerweise drei verschiedene Ressourcen. Die halt auf der alten Welt ist. Die wird dann halt deaktiviert. Und wenn du mit dem zweiten rüber bist, musst du die auch noch umdrehen. Das heißt, das sind schon sechs Ressourcen weniger, die du hast, weil du halt progressierst langsam zur anderen Welt. Ja. Und irgendwann, wenn du hinten wieder ankommst, kannst du die auch wieder auf die neue Welt setzen. Aber so lange hast du die halt nicht zur Verfügung. Und du schaltest dir durch diesen Progress-Track auch immer mehr Sachen frei, die du halt in der neuen Welt besiedeln kannst. Genau, weil einmal, umso weiter du fortschreitest auf diesem Progress-Track, umso mehr Biome werden dir halt freigeschaltet auf der neuen Welt. Und da, wo deine Pöppels, Satelliten, was auch immer, halt landen. Da sind dann immer noch spezielle Symbole. Und nur da kannst du auf der neuen Welt halt auch Sachen wieder ansiedeln. Weil du kannst dich nicht einfach überall dahin packen. Nein, das wäre viel zu einfach. Du musst halt deine Satelliten da parken, wo sie halt korrespondieren mit den ganzen Ortschaften auf der neuen Welt. Und da kannst du dann halt diese Fabrik, die du auf der alten Welt abgebaut hast, dann hinklatschen. Damit sie dann da halt anfängt zu produzieren. Und da gibt es halt Fabriken und Leute, die du wieder setzen kannst. Und wenn du dann wieder was überdeckst, dann kannst du dich wieder hochschieben. Dann kannst du dir auch Infrastruktur kaufen, die liegt dann aus, dass du dann sagen kannst, okay, ich baue hier noch Straßen. Die macht dann auch die Produktion hoch, weil letztendlich endet es entweder nach vier Runden oder im Racing-Mode, wenn jemand es geschafft hat, drei Stadiums zu bauen und seine Produktion von allen Ressourcen über 8 zu haben. Da ist das Spiel halt sofort, genau. Das war bei uns am Ende der Runde 4 tatsächlich so, aber da war es dann halt praktisch eh schon vorbei. Und ja, dann guckt halt jeder, wie er das halt effektiv machen kann. Und da gibt es halt Minuspunkte für das, was man von der alten Welt nicht abgeräumt hat. Das heißt, ihr wollt auch wirklich so viel wie möglich, am besten alles von der alten Welt auf die neue Welt schaffen, damit ihr A, halt da eure Produktion steigert, weil eure Produktion ist auch gleichbedeutend mit Siegpunkten. Also eine Produktion ist gleich ein Siegpunkt. Worauf Sarah, glaube ich, hinaus will, warum gefällt es mir nicht? Ich kann es gar nicht mal so richtig in Worte fassen. Ich hatte das gesamte Spiel und wir haben das am selben Tag gespielt wie Nucleum. Bei Nucleum hatte ich richtig Spaß. Da gingen die Runden schön zackig, da hatte ich das Gefühl, ich mit meinen Entscheidungen tue irgendwas, wo ich halt Lust gerade drauf habe in dieser Phase des Spiels. Hier kam es mir so vor, als würde jeder Spieler dasselbe machen, weil alle Spieler bauen halt auf der alten Welt ab und schiffen rüber auf die neue Welt. Minimal anders, aber jeder macht trotzdem dasselbe. Gut, bei Nucleum bauen wir auch alle Schienen und Gebäude und dies und das und trotzdem ist es, hat sich's da anders angefühlt. Ja, es ist vielleicht auch mehr, weil bei Nucleum ist halt mehr so, dass du dich diversifizierst und das ist halt wirklich nur, jeder muss ja seine Engine abbauen und nur aufbauen. Ja. Das ist halt das, was jeder macht. Also ich muss sagen, ich hatte trotzdem Spaß dran, nicht so viel Freude über Nucleum an den Tag, aber mir hat es trotzdem Spaß gemacht. Ich habe aber gemerkt, dass es beiden Mitspielern, unter anderem halt auch Basti, nicht so einen Spaß gemacht hat. Nee, es war es auch gar nicht, dass es jetzt richtig schlecht gewesen wäre. Es hat kein Feuer gehabt. Ja, also wir müssen jetzt nochmal gucken. Wir haben halt, wie gesagt, den Basic Race Modus gespielt. Das heißt, wir haben auch mit verdeckten Karten gespielt, wo man nur so Karten hinspielt, um anzuzeigen, dass man die Aktion gemacht hat. Man kann die später mit offenen Karten, da hat man noch andere Fähigkeiten. Man müsste dann halt gucken, ob es dann nicht dann zu lange dauert, weil so gehen ja die Züge auch relativ schnell, weil so viel kann man ja gar nicht machen. Aber wenn man dann noch so Karten hat, die man noch so mitberechnen muss, man will ja auch immer auf einen bestimmten Zahlenwert kommen. Genau, weil eure Aktionen geben euch halt einen bestimmten Powerwert und ihr wollt immer auf einen bestimmten Powerwert kommen, weil wenn ihr einen von beiden Powerwerten, der diese Runde gerade anliegt,
erreicht, bekommt ihr halt noch Boni. Und wenn, das war halt relativ simpel zu berechnen mit den Karten, die wir gespielt haben. Das waren halt neutrale Karten. Die kann man aber auch drehen und dann haben die noch Modifikatoren drauf. Und wenn dann die Spieler auch noch anfangen, die ganze Zeit ihre Modifikatoren zu berechnen, dann kann ich mir vorstellen, dass sich das nach hinten raus noch ganz schön zieht. Was mir halt auch nicht so wirklich gefallen hat, muss ich sagen, nochmal, wo ich gerade nochmal drüber nachgedacht habe, dieser Forschungsbaum fand ich super langweilig. Egal, was ich da gemacht habe, es fühlte sich jetzt nicht so an, als hätte ich jetzt irgendwie was total Tolles gemacht und das würde meine Zivilisation halt irgendwie nach vorne bringen. Und bis auf das Board, was wirklich total schick aussieht, fand ich so die gesamte Präsentation mit den Gebäuden und den Karten ziemlich schnarchig. Es ist ja immer bei Delicious Games, die Produktionsqualität ist halt immer so mäßig. Das war auch bei Woodcraft so, das ist bei allen seinen Spielen so. Sie sind natürlich in Europa produziert, deswegen sind sie wahrscheinlich auch so teuer für die Produktionsqualität, weil man sagt, man stellt alles in Europa her, ist ja auch löblich. Ja. Aber es ist halt auch schon, man hat schon so das Gefühl, dass man sagt so, ja, könnte auch ein bisschen mehr drin sein. Es waren zum Beispiel schon Playerboards, waren auch kleine Fehler drauf, die musste man nochmal nachlesen. Stimmt, ja, da waren wir gleich ziemlich verwirrt. Das hat uns dann ein bisschen verwirrt und die Spiele, die ich übrigens mag von Wladimir Succi, sind Woodcraft und Messina. Und wenn ich da falsch liege, dürft ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Das sind ja beide, die er in Kooperation gemacht hat. Und es gibt ja anscheinend die Leute, es gibt zwei Arten von Wladimir Succis Fans. Entweder die seine Spiele lieben, die er alleine gemacht hat, wie halt Underwater Cities, und die seine Spiele lieben, die er in Kooperation gemacht hat. Und da ist Basti halt mehr Kooperationsmensch. Ich muss aber auch sagen, also Woodcraft war ja mit so eins der geheimen Hits letztes Jahr. Für uns? Für uns, ja. Also sowohl für mich wie auch für Basti überraschenderweise, der sich ja komplett dagegen gestritten hat. Und da ist die Präsentation auch mau. Das heißt, wir sind jetzt nicht irgendwie Menschen, die da muss die Präsentation super sein. Das ist ja eigentlich sogar unser Thema. Genau, wir sind ja viel mehr Weltraummenschen, als dass wir Waldelfenmenschen sind. Waldelfen, die Marketing machen. Also das Thema und die Präsentation rausgenommen. Aber wie gesagt, ich hatte hier einfach keinen großen Spaß. Wir haben halt alle so ein bisschen vor uns abgebaut und aufgebaut. Ist ein bisschen ähnlich wie bei Doggerland, wo man halt im Grunde nebeneinander her spielt und jeder macht irgendwie dasselbe. Das finde ich immer ein bisschen langweilig. Ich finde das immer ganz schön, wenn jeder so ein bisschen seinen eigenen Plan verfolgen kann. Ja, also wie gesagt, ich würde das gerne nochmal in einem anderen Modus ausprobieren. Ja, auf jeden Fall. Also ein zweites Spiel gibt es auf jeden Fall. Es sind ja mehrere drin und dann schauen wir nochmal, wie es dem Basti dann gefällt, weil ich habe mich auch schon gelesen, dass ganz viele gesagt haben, dass ihnen der Modus nicht gefallen hat. Ich habe allerdings auch schon gehört, dass der Point-Modus manchen Leuten nicht gefallen hat. Also schauen wir mal. Also es ist variabel. Man hat wirklich viele Möglichkeiten, das noch zu ändern und zu flippen. Die Grundprämisse ist aber immer gleich, alter Planet will zum neuen Planet. Ja. Wir haben es geschafft. Das waren unsere Essence-Games, die wir fleißig durchgezockt haben. Hallo. Jetzt dürfen die Spiele wieder auf den Tisch. Ach. Tada. Stimmt, wir haben noch eine Sache, die noch nicht mit dabei ist, kann bei mir mit drauf. Aquagarden hatte ich mir auch noch, aber auf der BGG No Shipping Auction gegönnt. Das, also ähnlich wie Forest of Pangaea. Das hatte ich jetzt noch nicht mit dabei, das muss man auch nochmal spielen. Aber das ist ja auch ein Kickstarter, das heißt, wir werden da im Kickstarter-Rückblick mal drüber sprechen, falls euch das interessiert. Ja, wie sieht's bei euch aus? Habt ihr auch schon Spiele davon gespielt? Habt ihr schon alle Spiele gespielt? Wo liegt Basti definitiv falsch mit seiner Auswertung? Und, wo liegt Sarah? Nein, Sarah kann doch bestimmt nicht falsch sein. Sarah liegt niemals falsch. Nein, also ja klar, also wenn ihr irgendwas davon gekauft habt und schon gespielt habt und erzählt auf jeden Fall, Basti es auf jeden Fall Unrecht hat mit Evacuation. Und ja, oder dass wir mit Ceres falsch liegen, weil da sind ja ganz viele Leute, die das ja anscheinend auch wirklich gehasst haben, was das angeht. Ja. Wie gesagt, haben wir auch Spiele dabei gehabt im ersten und im zweiten Video, die wir nicht dabei hatten, die ihr schon gespielt habt, dass eure Messehits sind, interessiert uns auf jeden Fall, ja. Weil wir werden uns da auch noch weiter umgucken. Nach der Messe gucken wir auch immer noch mal so von wegen so, ach, das habe ich erst übersehen, schaue ich mir noch mal genauer an und so. Und wir kaufen dann auch teilweise noch mal Sachen nach. Wir verkaufen natürlich auch mal Sachen, die uns halt nicht gefallen. Ja, wir haben ja nur einen begrenzten Regalplatz. Und das switcht halt alles dann eine ganze Menge durch und von daher freuen wir uns auf Empfehlungen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ihr das nicht gemacht habt, schaut auf jeden Fall noch ins erste Video rein. Da haben wir 15 Neuheiten gespielt. Da war das ja jetzt schon richtig zahm dagegen. Und ja, sonst wird man kennt es mit unseren Top-Listen, die wir so haben, man wird die Spiele mehr oder weniger dann irgendwann mal wieder sehen in den Top-Listen. Das ist der Vorteil, dadurch, dass wir immer viele neue Spiele spielen,
haben wir immer wieder neues Futter für Toplisten. Genau, und wir versuchen ja, dass wir dann auch wieder Spiele, die halt in der Sammlung bleiben, die werdet ihr hier auch immer wieder sehen, weil die werden immer wieder auftauchen, egal ob es Bemalung ist oder ob es Spiel-Sessions sind. Früher oder später werdet ihr sie wiedersehen. Von daher, falls ihr das noch nicht gemacht habt, wir würden uns immer für ein Abo freuen. Ja. Ein Daumen hoch und ein Kommentar ist uns natürlich auch mal noch am liebsten. Und, Hashtag Basti hat Unrecht. Basti hat Unrecht. Evacuation for Win. For Win. Oder Underwater Cities. Viele Leute lieben Underwater Cities sehr. Tja, man kann nicht alles lieben. Ich hoffe, du liebst mich. Ja. Ja. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.